Wenn das Angebot im Kino recht mager ist und auch bei den Streaming-Diensten etwas Flaute herrscht, ja, dann kehren wir doch dahin zurück, wo die Welt noch völlig in Ordnung ist. Nämlich zum Katastrophenfilm. Willkommen zu einer desaströsen Laberrunde bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit zwei Veteranen aus frühen Tagen, was sich ganz gut trifft, denn wir reden über jede Menge alte Filme. Andi und Gregor ist mal wieder am Start. Herzlich willkommen hier in unserer kleinen plauschigen Sitzecke rund um das Thema Film und so weiter und so fort. Liebe Freunde, ja, ich sag's direkt mal vorweg, wir haben heute nicht so wirklich viel Kinofilme oder Streaming-Starts im Angebot. Es gibt irgendwie nicht so die großen. Ist das normal? Ist okay. Diese Zeit? Ich würde sagen, es ist in diesen Tagen, wo sich das Kino wahrscheinlich immer noch von gewissen Pandemieerscheinungen erholt und erholen muss. Und ja, in Anbetracht der Tatsache, dass letzte Woche Doctor Strange 2 gestartet ist, schon eine für mich relativ normale oder beziehungsweise verständnisreiche ja, Situation. Gibt es denn so Phasen übers Jahr, wo man weiß, da passiert ganz wenig oder da? Ja, immer. Immer. Also aber die sind nicht immer gleich, oder wie? Das meine ich nur. Na, also wir kennen das ja aus meinem Job. Ich sag mal so, durch Corona hat sich bestimmt einiges verschoben. Ja. Das sowieso. Ich dachte jetzt eher so grundsätzlich. Bei Kino hätte ich jetzt gedacht, also als großes Kino bin ich mir sicher, hey, Doctor Strange 2 wird ordentlich Geld reinziehen. Wozu dann noch anderen Filmen irgendwie eine Leinwand? Was sollen denn diese kleinen indischen Filme dann? Genau. Ja, da wären wir beim Thema. Ja. Das ist Indie-Kino. Aber Indie-Kino, ja. Oh, Gregor. Dafür bin ich hier. Dafür bist du da, ja. Aber bevor ich auf das zu sprechen komme, würde ich erstmal natürlich wissen wollen von euch, was ihr zuletzt gesehen habt, was jetzt nicht unbedingt im Rahmen der heutigen Ausgabe, sag ich mal, stattfindet. Ich kann leider nicht mit dem französischen Kino oder irgendwelchen Klassikern dienen, sondern ganz ordinär Eventkino. Es war tatsächlich Doctor Strange 2. Ein paar Wochen vorher noch The Batman nachgeholt, den ich nicht direkt zum Release geschaut habe. Und The Batman ist gut, Doctor Strange 2 ist auch gut. Ja, ist okay. Kann man machen. Ihr habt eh wahrscheinlich sowieso sehr ausführlich über Batman. Aber es geht über was? Über beide Filme. Über Batman haben wir sehr ausführlich gesprochen. Ich weiß nicht, da war ich, glaube ich, noch nicht da. Hast du den gesehen? Batman, ja. Ja? Ja. Wie findest du ihn? Ich fand ihn zu dunkel. Aber ich fand es, also ich hatte nicht, aber das war auch noch zu einer Zeit, wo ich nicht ganz weiß, ob ich das alles richtig aufnehmen konnte oder so. Aber also ich fand die Idee und die Herangehensweise und die Kostüme und alles, den Style, dass es halt eher so eine Detektivgeschichte ist. Das fand ich alles wunderbar. Aber es war mir ein bisschen zu dunkel. Also rein optisch, rein visuell. Ja, ja, das ist dunkel, nicht inhaltlich. Das ist nachvollziehbar. Der Film spielt ja auch kaum, ich weiß nicht, der ist zu 80% im Dunkeln. Ja. Also das sage ich nicht, weil mich das irgendwie runterzieht, sondern weil das einfach anstrengend wurde nach einer Weile. Also dass man wirklich ein bisschen genauer gucken musste, was da passiert. Und ich finde es schade, dass sie die Joker-Szene nicht drin gelassen haben. Ja, die habe ich mir im Nachhinein auch angeschaut. Mhm. Habe ich jetzt nicht vermisst. Nee, ich habe es auch nicht vermisst. Auch sagen, vermisst. Nee, es wäre nice to have gewesen. So. Ja, aber ich weiß nicht, die wiederholt ja schon eigentlich im Prinzip nochmal die gesamte Handlung. Es gab ja schon eine Szene, nur dass man ihn nicht gesehen hat. Also, ja. Also eigentlich macht es keinen. Also ich bin bei euch. Innerhalb des Films, innerhalb der Geschichte und der Struktur wäre das komisch gewesen, das da irgendwo reinzustopfen. Das wäre ja auch, wäre auch eher so eine Hannibal Lecter-Situation, glaube ich. Ne? So. Und es hätte auch der Konfrontation mit dem Riddler meiner Ansicht nach an Impact geraubt. Deswegen haben sie es ja rausgenommen, denke ich mal. Aber das muss ganz schön geschmerzt haben für die Macher, glaube ich. denke ich mal. Aber da haben sie ja noch was für den Ultra Director's Cut und die 8K-Edition, die sie rausbringen können. Genau. Ich würde ergänzen, bei all der lass die Geschichte atmen und gib ihr ihren Raum, ist einfach viel zu lang. Ja? Also knapp. Wie lang ist der? 3 Stunden? Fast 3 Stunden. Ja. Kurz vor 3 Stunden. 2,5 wäre besser gewesen, ja, glaube ich. Also meine Blase erinnert sich heute noch dran, muss ich sagen. Das zwackt heute noch so ein bisschen. Und ich war in einer Samstagabendvorstellung. Das heißt, drumherum, guck mal, Batman, rülps,
Popcorn werfe. Ja, okay. Und alles, es war vielleicht nicht das ideale Erlebnis. Jetzt hättest du vielleicht in RRR gehen sollen. Wahrscheinlich hätte ich eher nochmal da reingehen sollen. Genauso laut, aber wahrscheinlich noch besser. Nee, er meint den indischen Film. Den RRR. Ach so. Nee, den anderen, nicht den ER. Den R. Den R-Film. Aber den musst du dir angucken, Gregor. Ja, ich habe leider bisher noch nicht die Zeit dafür gefunden, aber es schien sehr spannend zu sein. Kurz zu Batman noch. Also auch von der Grundidee Batman als Detektiv finde ich super, dass man eher in die Richtung da so mal ein bisschen hingeht. So gut Colin Farrell gespielt hat, warum nimmst du nicht einen Schauspieler, der so ausschaut, anstatt Colin Farrell in Plastik einzu... Aus Promogründen, damit du sagen kannst, guck mal, das ist Colin Farrell. Ah, aber verrückt, weil ich habe ihn auch nicht erkannt. Egal wie gut das ist, ist trotzdem ein Typ im Plastikanzug. Das ist ja sofort. Ne? Ja. Egal wie gut das Kostüm da ist. Das ist das gleiche wie mit, wie war es, Guy Pearce in den Alien-Filmen? Ja, aber jetzt mal ehrlich, wen willst du nehmen, außer Danny DeVito? Ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die da reinpassen würden. Es gibt bestimmt... ein Dutzend an Schauspielern, die wir alle nicht kennen, die in diese Rolle gepasst hätten, weil die nie die Chance bekommen haben. Ich glaube, das ist so mehr als ein Dutzend. Na? Er hat seine, also alle haben ihre Rolle gut gemacht. Er war erstaunlich, so ein bisschen, nennen wir es mal goofy in bestimmten Punkten. Also dann die Wingsuit-Szene, ne, und wie er dann ans Gebälk dann kracht und wie so ein Ping-Pong-Ball herumspringt. Ey, guck mal, das war, also ich weiß, die Szene sticht so ein bisschen raus, weil man da halt auch CGI, sag ich mal, Technik zum Einsatz kommt, die man halt wirklich deutlich erkennen kann. Aber das war jetzt. Ja, also ich hätte jetzt nicht diese Szene in der Form erwartet. Ja. Ne? Immerhin ist immer gut, wenn sie eine Warner-Musik verwenden. Ja? Also das als Leitmotiv, das Something in a Way mit reinnehmen, hat schon ganz gut gepasst. Und gegen Robert Pattinson kann ja auch keiner was sagen. Also Ich mag sogar dieses plumpe Kostüm. Ja, gut, er ist ja noch am Anfang. Genau. So, man würde vermuten, wenn du hörst, übrigens im neuen Batman hat er so ein selbstgemachtes Billo-Kostüm an, dann würdest du sagen, weil ich meine, das ist immer ein Verkaufsargument, auf wie geil Batman wieder aussieht im neuen Film, so wie du reagierst, oh, der neue ist so richtig buff und so und der andere, oh, jetzt hat er lange Ohren oder so und jetzt, aber ich finde, das sieht trotzdem cool aus. Ja. Auf ihre Art. Die Ohren fand ich, da habe ich immer ein bisschen Probleme mit den Ohren. Und auch das etwas geerdetere Riddler-Design, nennen wir es mal. Ne? Ey, das Riddler-Design fand ich nicht cool. Nicht Frank Gorshin oder nicht dann Jim Carrey. Oder das war Otto fast schon hier. Otto als Riddler hätte ich damals übrigens auch ganz gern gesehen. Und die Story in so eine Richtung Riddler-Insel-Armee dann zu lenken, ist auch eine interessante Wahl. Ne? Aber ich fand ihn unterhaltsam. Bei Doctor Strange, ich habe den ersten Teil nicht... Spoilern, ich weiß nichts drüber. Ich habe den ersten Teil nicht geguckt, also mit der Handvoll Charaktere war ich nicht vertraut, aber ist ja scheißegal, ob da jetzt Doctor Strange 2 oder Marvel MCU Film 17 draufsteht. Naja, aber hast du die Scarlet Witch Show gesehen? Ja, die habe ich geguckt. Okay, weil ich könnte mir vorstellen, dass man die auch braucht. Die brauchst du, würde ich sagen. Okay. Ne? Ich sag, nein, du brauchst den nicht wirklich. Du kriegst den Film schon so zusammengebastelt, ohne dass du es kennst. Macht mehr Spaß, wenn man weiß, natürlich, ne? Natürlich, und das ist das Problem, das ist das große Problem an dem Film meiner Ansicht nach, dass die Show tatsächlich einen charakterlichen Background liefert, der wichtig ist meiner Ansicht nach für den Film, weil sonst du im Film diesen charakterlichen Background doch sehr schnell, also du empfindest gewisse Motivationen und Entscheidungen sehr schnell. Es wirkt platter. Es wirkt platter. Mhm. Und du brauchst halt den Background, sag ich mal, damit es halt eben nicht so platt wirkt. Und das finde ich halt schade, weil der Film müsste eigentlich laut damals mal ausgesprochener Maxime ohne die Serie funktionieren. Und soll, oder alle Marvel-Filme sollen ohne die Serie funktionieren. Ja. Wenn dann aber ein emotionales und charakterliches Gewicht irgendwie in der Serie enthalten ist, die halt dem Film dann fehlt, weiß ich nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Ja, das wird sowieso mehr werden in Zukunft, wenn die mehr auf solche Serien und eins fließt in das andere dann reinsetzen. Das können sie noch. Also du kannst immer im Skript reinschreiben, oh, guck mal, es ist das Person, die Person, ein bisschen Exposition machen, aber dir hilft nicht, diese ganze Erfahrung mitzunehmen. Obwohl ich finde, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nehmen wir an, es kommt jetzt irgendein Marvel-Film XY raus und da taucht auf einmal der Moon Knight auf. Mhm. Ja, dann wäre natürlich der Moon Knight für alle, die Serie gesehen haben, jetzt nicht so wie Kai aus der Kiste, so plötzlich ist er da. Ja, klar. Und man könnte auch gewisse, sag ich mal, dann wahrscheinlich Aktionen im Film, könnte man besser nachvollziehen oder man versteht mehr Gags oder sonst irgendwas. Du brauchst viel weniger Setup. Genau, du brauchst viel weniger Setup. Beziehungsweise, also vermeintlich weniger. Genau, wenn die Serien halt wirklich Setup für neue Figuren sein sollen, glaube ich, funktioniert es besser, als wenn sie halt plötzlich eine alte Figur, die wir schon kennen, nochmal emotional unterfüttern sollen. Mhm. Weil du dich dann halt fragst, warum ist die dann in dem Film plötzlich zack, 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 so und so, wenn du es nicht kennst. Ja, obwohl du die Figur schon kennst. Wenn eine neue Figur kommt, und die verhält sich so und so,
kann man vielleicht sich immer noch leichter denken, ja gut, vielleicht hat das was mit der Serie zu tun, dann hätte ich die Serie gucken müssen. Mhm. Ja, also ich bin auch gespannt bei dem nächsten Captain America Film, wie sich das auswirken wird. Mal gucken. Ist das denn Black Cap? Dann? Ja, ja. Ja, super, cool. Mal gucken, was die jetzt machen. Unabhängig davon, also war unterhaltsam im Kino, ne? Also das Konzept bietet sich eher an, da wildes Zeug und Gastauftritte und whatever dazu machen. Also war sehr, sehr viel Fanservice dabei. Hast du auch natürlich das Raimi-eske dann in gewissen Shots dann gesehen. Ne? Da hat er sich also ausgetobt. Wilde Kamera oder was? Ja. Ey, also ich fand den nicht so gruselig, wie viele Leute es meinen, aber es ist vielleicht gruselig. So, also gruselig ist er null, ne? Null. Aber nur weil du dann eben Bildsprache hast, die gruselig wirken kann. Na, also ich hatte da null Angst oder Anspannung in dem Film. Der hat da Frage, wieder, hat er da sowas wieder gemacht wie damals mit Dr. Octopus? Ja, ja. Also ich find diese OP-Szene, ja. Die OP-Szene mit Doc Ock und dieser Kettensäge, die finde ich nach wie vor 10-mal besser. Ja, die ist Horror, pure Horror-Szene. Genau. Die ist halt, aber die ist halt losgelöst von so vielen anderen in Spider-Man 2. Weißt du, da wirkt die halt auch dementsprechend meiner Ansicht nach. Bei Doctor Strange 2 ist so viel von diesem Raimi-esken drin, dass es halt dann meiner Ansicht nach halt eben auch zur reinen Raimi-Show oder Raimi-Geisterbahn oder Achterbahn verkommt. Gut, aber dafür haben sie ihn eingekauft offenbar. Ja, und bei all dem, von wegen, was war das, PG-13 in Amerika oder so. Natürlich kannst du jetzt nicht dann ultra-harten Splatter oder sowas zeigen, aber da hat für mich sowas wie so ein Drag Me to Hell mehr gewirkt, ne? Sehen die. Und das war ja auch nicht hier harter R-Horror oder so. Das war Spaßhorror. Aber der hatte auch schön Ekel dabei. Ja, ja, meine ich ja, ne? Also da hat er sich so ein bisschen mehr ausgetobt. Und ich sehe persönlich das Risiko, wenn sie jetzt diese ganze Multiverse-Geschichte, die sie angefangen haben, ne? Kommt ja aus den Comics, ist auch wohl der richtige Schritt gewesen, jetzt nach dieser ganzen Thanos-Geschichte, wo ich auch so innerlich abgeschlossen habe. So früh, so wild werden? Naja, die haben auf jeden Fall jetzt, wenn du Far From Home, nee, wie ist der letzte? No Way Home, Spider-Man. Ne? Wo du dann wirklich dann so schöne Fanservice-Sachen machst, wo die Leute sich drauf gefreut haben, das ganz cool auf der Leinwand gewirkt hat, mal diese Crossovers zu sehen. Meines Erachtens müsste sie eigentlich ganz schnell wieder so den Sack zumachen und so weiter, weil du hast, also es fühlt sich jetzt schon nach null Konsequenz an. Ja, ne? Ja. Stirbt deine Figur, who the fuck cares? Es gibt 8 Milliarden noch weitere von denen. Ja, ja. Ja, und wir holen uns irgendwelche aus anderen Universen. Und ich weiß, die Katze ist wahrscheinlich wirklich aus dem Sack. Ne? Und das wirst du nicht wieder zumachen können. Und so, wenn das jetzt so zieht und die so viel Geld damit machen, wird das auch in der Richtung weitergehen. Aber eigentlich müssten sie jetzt sagen, kein Multiverse-Shit mehr, sondern wir machen was anderes. Lass mal wieder was ein bisschen straight werden. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es die Leute irgendwie langfristig verwirrt und auch ein bisschen nervt vielleicht. Ich dachte, die machen das mit diesem Multiverse. Wo hatten wir es das erste Mal? In dem Cartoon, ne? In Into the Spider-Verse? Ja. Also innerhalb des Universums, meine ich jetzt. Ja. Innerhalb des MCUs. Ja. Und wenn man das dazu zählen kann, weil es ist ja Spider-Verse. Ja, ich weiß. Aber da haben sie es mal getestet, ob das beim Publikum ankommt, auch in dieser wilden Bildsprache und so. Und das hat funktioniert. Dann haben sie es das mal darauf, haben sie es dann bei Spider-Man, glaube ich, erst gemacht, ne? In diesem letzten? Was du eben meintest? Ja, genau, so die, wo sie es richtig haben damit losgelegt. Ne? So Andeutungen gab es ja häufiger mal. Ja, genau, aber der Anfang, den hat Spider-Man No Way Home so gesehen eigentlich gemacht. Weil dadurch, dass Peter Parker ja wollte, dass alle vergessen, dass er Peter Parker ist, ist der Riss ja entstanden. Deswegen so ging die ganze Geschichte ja, oder das hat die ganze Geschichte ja ausgelöst. Ja, aber ich bin bei euch, man darf das nicht übertreiben. Weil das ist so wild. Ey, die Angst ist halt da, dass das liebgewonnene Figur A durch liebgewonnene Figur A23 ersetzt wird. So, ne? Und das ist halt irgendwie, ja, das bei Star Wars war das ja auch. No one is ever really gone, wie es hieß. So. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das beste Rezept ist oder das stimmige Rezept ist. Also, ne? Wenn du die einfach austauschen kannst aus Universum genau. XY. In welche Figur habe ich mich gerade investiert? Oh, die ist jetzt weg aus dem Film oder die ist jetzt gestorben und jetzt durch eine andere Variante ersetzt und die sieht anders aus, aber die andere Person sieht wieder gleich aus. Das fand ich bei Gamora schon sehr komisch, muss ich sagen. Jetzt mit hier. Die wird ja auch irgendwie ausgetauscht. Das ist nicht Multiverse, aber, oder? Nee, Zeitreise. Das ist eher Zeitreise, genau. Aber das da ist das andere Multiversum. In welches Multiversum reist du eigentlich zurück in der Zeit? Gibt es da auch irgendwie eine Abgrenzung oder welche Regeln sind da bei der Zeitreise?
Sind das Zurück in die Zukunft Regeln, wenn wir schon Out of Time sind? Nee, nein, es sind ja nicht, nach und nach mit Wellen. Es sind ja nicht eben Zurück in die Zukunft Regeln, sondern es sind ja andere Regeln. Ach, und wenn man jetzt, Stories, ja, und wenn man, ja, glaube ich, ausgeführt. Ja. Und wenn man jetzt diesem Ancient One glauben kann, also Tilda Swinton bei Endgame, mhm, passiert ja eben durch eben das Zurückgehen immer wieder eine neue Aufsplittung durch tausend verschiedene Möglichkeiten. Und so viele Multiverse, jetzt machen die auch noch Zeitreisen. Ja. Ey, komm. Ja. Universum, sagt zu. Guck dir auf jeden Fall aber noch Everything Everywhere All at Once an. Ja, habe ich auch. Ja, drauf. Wollte ich gerade sagen, das klingt nämlich immer noch sehr spannend. Ja, auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ey, beide Filme sind schön im Kino zu erleben und dementsprechend sollen beide Filme auch gerne im Kino stattfinden. Wenn es ums Thema Multiversum geht, finde ich, macht der eine seine Sache etwas besser. Ja, es ist so, also wenn ich mir solche Sachen im Kino angucke, es ist eben so dieses Gemeinschaftsgefühl. Da waren eben auch all die Nerds dabei, die an den Stellen da so. Ja, ist doch schön. So macht das ja auch Spaß. Ja. Ey, ist doch toll. Ist doch wirklich toll. So wie früher. Das war bei diesem indischen Film, bei diesem indischen Film, wo wir jetzt waren, das war wirklich, das hat nochmal so viel gepusht, wenn die da mitgehen und mittanzen und mitschreien. Also deswegen, ja. Mhm. So, was hast du noch? Ich bin so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich habe mir erst, darüber reden wir auch gleich, Meteor angeguckt, weil ich den bewusst noch nicht kannte. Es tut mir leid, ja. Soll ich sagen. Dann habe ich angefangen, mir Towering Inferno anzugucken, aber da bin ich irgendwann müde geworden. Aber ich habe die ganze Zeit parallel meine neuen YouTube-Leidenschaft gefrönt. Es gibt dann nämlich so ein paar Leute, die nennen sich so Geo-Wizards. Und die, da gibt's einen, das ist so geil, da schicken die Zuschauer dann irgendwelche Fotos von sich hin, wo sie irgendwo stehen. Irgendeine Straße, da steht ein Baum, da im Hintergrund ist ein Berg, das war's. Und er analysiert das und sagt dann, wo das ist. Und es dauert immer so 30 Minuten, also innerhalb der Folge. Er braucht dann immer so 2 Tage oder so. Das ist so faszinierend. Ich so, du guckst da rauf und denkst so, nee, das gibt keine Chance. Er guckt rauf, das Erste, was er sagt, ich glaube, das ist irgendwo Chile. Da geht's schon mal los, weißt du, weil er so gut ist, er guckt sich nun die Natur an und die Straße. Und es gibt natürlich Sachen, die sich dann, die das gleich sehr schnell verraten, was es ist, logisch, ne, so Straßennamen, aber so, über sowas reden wir nicht. Naja, neulich hatte der ein Foto von der Oma von einem Zuschauer. Die steht irgendwo an der Straße in der Wüste. Und er meinte, die Oma weiß nicht mehr, wo das war. Und er so, ja, dann machen wir uns mal ran. Und dann fängt er an, ja, warte mal, die Sonne ist so, dann ist das hier Süden. Ah, die Straße hat noch diese alten Streifen. Ich glaube, das ist Südamerika in den 60er oder vielleicht auch 50er und dann geht's immer weiter. Und dann googelt er und dann versucht er, die richtigen Google-Wörter zu finden, um irgendwie Sachen herauszufinden. Es ist so spannend. Ich sitze da stundenlang. Ich so, das kann nicht wahr sein. Und er hat auch so eine Reise, das gibt, bei GeoGuessr gibt's halt so einen Modus, Ultra-Hardcore-Modus. GeoGuessr, falls ihr es nicht wisst, ist halt so eine Webseite, wo du Geografie-Spiele spielen kannst. Habe ich mal auf Rocket Beans gesehen. Habe ich auch mal irgendwann mal gespielt, aber ich wusste nicht, dass man es so extrem treiben kann, weil du kannst, dann wird dir ein Bild gesagt und dann kannst du dich ein bisschen umgucken, ein bisschen rumfahren, bis du dann irgendeinen Straßennamen findest und dann kannst du irgendwie herausfinden, wo das ist. Aber er darf sich nicht mal umdrehen. Der hat einfach nur dieses Bild und hat 10 Sekunden. Er guckt drauf. Ich glaube, das ist Sri Lanka. Nee, das ist mehr, das ist eher Indonesien, vielleicht hier, warte mal, Birge, bumm, hier. Und dann liegt er 50 Kilometer daneben und du denkst jedes Mal, das kann doch nicht wahr sein, ey. Und das macht er seit Jahren. Kann der mir Aktientipps geben, oder? Nee, das leider nicht. Das ist auch das Einzige, was der macht. Und so Real-Life-Geo. Ja, aber dann musst du mal hier zu Rocket Beans Geo-Gesser kommen. Machen die das? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Oh, nee, ich bin noch nicht so gut. Ich habe erst angefangen vor ein paar Wochen damit. Ich musste erst mal die ganzen Länder auswendig lernen wieder. Ich wusste das alles nicht mehr. Ja, ich bin nicht gut in Erdkunde. Ich auch nicht, deswegen finde ich das so spannend. Und wenn jemand drauf guckt und 10 Sekunden Zeit hat, um auf ein Foto zu gucken, wo du nur einen Baum siehst, ein Gebüsch, nicht mal ein Haus, irgendein Sandpfad und in der Ferne 2 Hügel. Und er so, wir müssen das, glaube ich, mal adaptieren. Dass dann ist er plötzlich in Kasachstan. Er so, hier, Kasachstan, da ist das. Man soll es vielleicht so erkennen, wenn so Gebüsch aus Filmszenen dann nimmst, wo so ein Gebüsch zu sehen ist. Und dann kannst du sagen, ne? In welchem Land soll das spielen? Da könnte ich mit arbeiten, ja. Anhand des Filmkorns erkennen, in welchem Jahr dieser Film produziert wurde. Irgendwie sowas. Das wird schwierig, glaube ich. Das wird schwierig. Obwohl es ist nicht Unrolog. Also du kannst das ja schon erkennen. Aber, das ist eindeutig ein Cameron 16. Aber in welchem Jahr das irgendwie sein sollte, das war, weiß ich, halte ich so an Filmrollen riechen. Ah, Oxidation. Also was ist spannend, so Detektivarbeit? Ja, klar. Nicht?
Deswegen mag ich ja auch hier unsere Screenshot-Geschichte und so gerne. Das machen wir auch bald nochmal als eigenes Format. Was wir ja hoffen. Ja. Was ja ab und zu mal framed, ne? Das gibt's ja auch, eine der vielen Wordle-Adaptionen. Haben wir die Möglichkeit? Jeden Tag schickt mir jemand das zu. Ja, ja, ich auch. Also, ey, vielen, vielen Dank. Ich kenne Framed mittlerweile. Und ich kenne auch What the Movie und ich kenne noch das dritte. Und wir haben noch ein paar andere Spiele gesammelt, wo wir jetzt hier demnächst nochmal vielleicht die eine oder andere Pause oder beziehungsweise die eine oder andere Durststrecke mitfüllen können. Aber weiß nicht, Alvin, wenn es irgendwie schaffst, mal jetzt irgendwie was Framed zum Beispiel vorzubereiten oder mal reinzugucken, würde ich noch mal kurz was über den Film erzählen, wenn wir jetzt schon bei Celluloid sind und riechen und so weiter, den ich euch geschickt habe. Mhm. Das Licht, aus dem die Träume sind. Kino quasi. Kino. Und das ist mir jetzt erstmal durch diesen Film wieder bewusst geworden. Was ist das Wichtigste am Film? Das Licht. Ja. Also eigentlich, ohne das Licht wäre nichts machbar. Nee, ich habe mir das auch mal überlegt. Ich glaube, ich bin ja eher der Meinung, der Ton ist wichtiger als das Bild im Kino. Ah. Weil du kannst einen Film nicht gucken, wenn du nichts verstehst. Du kannst einen Film nicht verstehen, wenn du den Ton nicht dabei hast. Aber du hast bei den ersten Projektionen hattest du keinen Ton. Ja klar, aber da wurde es unterstrichen mit Klaviermusik. Genau. Aber ja, und das erklärt ja auch, das hilft ja auch zum Verständnis. Da bist du ja fast ja beim Hörspiel dann angekommen, ne? Wenn du gar nicht. Nee, aber es gibt doch Filme so wie Rot, Grün, Blau oder wie heißt noch der Film hier, Kovasnjaz und so. Ach ja, wo es nur um Bilder geht und in Verbindung mit der besonderen Musik und ja, Fantasia von Disney. Fantasia, genau. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl. Ja. Naja, aber guck mal, es ist doch trotzdem erstmal das Licht möglich. Du brauchst ja erstmal das Licht, um die Bilder zu bewegen. Aber du kannst dir doch einen Film vorstellen, unheimlich schlecht aufgenommen. Aus Stilgründen. Zum Beispiel mit einer 80er-Jahre-Videokamera. Mit der ersten 80er-Jahre-Videokamera drehst du einen Film. Ja? Das akzeptierst du ja, sofern der Ton gut ist. Sobald du das verstehst. Wenn auch der Ton scheiße ist und du nichts verstehst, dann ist es ein Problem. Aber. Weiß ich nicht. Die Faszination kam ja durch das bewegte Bild und das ist halt flüssig. Ja klar, das ist zu Anfang gewesen. Aber also, da haben die Leute sicher nur Film, Züge angeguckt. Wo das Licht das Bild auf die Leinwand projiziert, ja? Ja, nicht unbedingt. Es geht hier um einen kleinen Jungen namens Samai. Ja, der ist ein Brahmane. Ja, also gehört mit seiner Familie zur Kaste der Brahmanen. Ja. Und wird eines Tages, sagt sein Vater zu ihm, ey, wir gehen jetzt ins Kino. Und dann sagt er so, wir gehen doch sonst nie ins Kino oder wir waren schon Ewigkeit nicht mehr im Kino, warum gehen wir jetzt ausgerechnet heute? Ja, weil ein Film über unsere Göttin jetzt im Kino läuft. Und dann geht er halt mit seinem Vater ins Kino und er sagt, danach wirst du keinen anderen Film mehr gucken müssen. Hm. Dann hast du alles gesehen. Und dann geht Samai mit seinem Vater ins Kino und guckt sich diesen Film über die Göttin Kali an. Also zumindest singen sie... Die Kali? Ja, also sie singen zumindest die ganze Zeit über die Göttin Kali. Aber was den kleinen Jungen so fasziniert, sind nicht nur die Bilder auf der Leinwand, sondern auch das Licht, was vom Projektor kommt, was halt viele Farben hat und diese Bewegung irgendwie so ein bisschen aufgreift. Das sich bewegende und immer verändernde Licht, wo er halt seine Hand reinhält und keine Ahnung. Das findet er faszinierend. Und dann schildert der Film halt, wie dieser kleine Junge eben aus seiner Faszination für das Licht raus. Er fängt dann an zum Beispiel, wenn er immer mit der Bahn, muss er immer ziemlich weit fahren, um zum Kino zu kommen. Dann fängt er an zum Beispiel, Fenster abzudichten, sodass halt nur noch an einer Stelle irgendwie Licht durchkommt, sodass er gewisse Projektionen dann, also als Schattenprojektionen auf der Innenseite des Waggons irgendwie sehen kann und so weiter und sich anguckt. Und dann versucht er auch mit seinen Kumpels zusammen, versuchen sie eigene, sag ich mal, Möglichkeiten der Projektion zu erfinden. Zum Beispiel schafft er es halt so Schnipsel im Kino, wo er dann halt immer ist und wo er halt eine Freundschaft zu dem Filmvorführer entwickelt. Da klaut er sich so Schnipsel, Celluloid-Schnipsel. Mhm. Und dann gehen sie hin und entleeren eine Glühbirne, füllen die mit Wasser oder mit irgendetwas durchsichtigen, dickflüssigen Flüssigkeit auf. Mhm. Und dann gehen sie halt mit dem Spiegel hin und projizieren mit dem Spiegel Licht auf diese Birne und halten halt den Celluloidstreifen davor, sodass er dann halt auf die Wand geworfen wird, um zu sehen halt, was das für eine Filmszene ist. Und irgendwann, weil er halt eben auch anfängt, in dem Kino dann zu arbeiten, wissen sie halt, wo die Filmrollen gelagert werden und klauen sich dann halt aus diesen Filmrollen immer gewisse Abschnitte raus. Witzig. Und versuchen die dann halt, sag ich mal, mit Sonnenlicht oder ihren eigenen Projektionen immer zu gucken, was gerade im Film passiert und so weiter. Und
ich habe den Film leider noch nicht ganz geschafft, so, aber das führt halt irgendwann auf jeden Fall zu Ärger, weil die Leute, die halt im Kino sitzen, stellen halt fest, dass gewisse Schlüsselszenen auf einmal fehlen und regen sich halt voll darüber auf, was die Polizei mit auf den Plan bringt, weil die Leute natürlich alle ihr Geld zurückfordern. Und ich glaube, das führt halt demnächst jetzt zu Ärger für die Kids. So weit bin ich noch nicht, aber ich bin ungefähr eine Stunde drin, von Stunde 51 Minuten. Und bis dahin muss ich sagen, echt charmant und liebenswert. Also es ist so schön zu sehen und es ist auch so schön irgendwie gegenzuchecken, wie man selbst früher, sag ich mal, so die Sachen kennengelernt hat und wann man das erste Mal irgendwie so Sachen wahrgenommen hat und welche Sachen einem irgendwie wichtig waren, weißt du? Gab's bei euch früher auch so Family, wie heißt das, 4mm? Nee. Family Filmabend? Also, ja, aber mit dieser alten Filmkamera. 8mm? Mit 8. Ist das 8mm? So, ja, doch, eine 8mm. Wir haben ganz viel seit den 60ern oder 50er sogar haben wir noch, aber die sind alle, gehen alle langsam kaputt. Mein Vater hatte einen Umschnall-Videorekorder, VHS-Rekorder, an dem du eine Kamera anschließen kannst. Oh, den kenne ich auch. Also auf richtige VHS-Kassetten dann da aufgenommen. Der Riesenkoffer am. Deshalb haben wir, genau, das war dann mein Videorekorder, auf den ich dann Knight Rider und A-Team aufnehmen durfte, solange ich unterwegs war und Familienvideos gemacht habe. Abgefahren. Ja. Ey, beruht wohl auf wahren oder autobiografischen Ereignissen des Regisseurs. Hm. Wann und spielt er denn? Der spielt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, 2010. Oh, okay. Ja, weil es gibt irgendwann, gibt es, ich meine, ich habe es, ich. Die nee. Alten Männer denken so 60er, 70er. Ja. 2000. Nee, warte mal, ich glaube, ich bringe mir, also ich weiß nicht, pass auf, das Ding ist halt, es ist sehr alt, wirkt alles sehr alt, weil die fahren da mit alten Zügen durch die Gegend, die Brahman-Familie selbst, die lebt halt in einer ganz bescheidenen Behausung irgendwie, ohne groß Strom oder sonst irgendwas, aber irgendwann im Film kommen halt Ingenieure und Architekten vorbei und sagen halt, ey, du kannst hier keinen an der Zugstation keinen Tee mehr verkaufen zu dem Vater, weil das ist sein Job, weil wir machen bald eine elektronische, eine stromgetriebene Bahn. Also die Bahn wird jetzt bald per Strom hier lang führen, so, ja, und deswegen wird es hier keine Bahnstation mehr geben. So. Und auch im Kino, das wirkt alles sehr alt, aber wie gesagt, das sind irgendwie schon, hört man mal immer wieder moderne Sachen, weil zum Beispiel auch ein Lehrer von Samai sagt ihm, ey, du musst nicht mehr in diesem Kastending denken, in Indien gibt's nur noch zwei Kasten, die Englisch können und die nicht Englisch können. Mhm. So, ja, und also ich glaube, der Film ist deutlich, spielt in einer deutlich jüngeren Zeit, als es den Eindruck macht. Aber ist der Schwarz-Weiß? Nein, das ist eine Farbe. Es würde ein bisschen was fehlen wahrscheinlich. Ne? Ja. Eh so um aber die Filme, das ist halt das Ding, die Filme, die der Junge im Kino sieht, ja, die sind halt schon recht alt. Also die würde ich jetzt so auf 70er schätzen, ja, so was man so sieht, weil die sind schon in Farbe, sind auch schon mit Ton und Musik und all so ein Kram, aber wirken halt eher, ja, grobkörnig wie aus den 70ern, vielleicht Ende 60er so. Und da, muss ich sagen, war ich auch erstaunt, diese Ausschnitte, die sie aus diesen indischen Filmen zeigen, da haben die schon damals ordentlich Action abgeliefert. Also wirklich, da sind ein paar Schlachtszenen und Kampfszenen dabei von den Filmen, die sich da angucken. Da muss ich sagen, da herrscht schon damals ein enormer Aufwand dahinter. Ja, das kann man ja nicht dann unterschlagen, was da für ein Aufwand ist, der uns natürlich nicht bewusst ist, weil wir diese Filme... Wir haben diese Filme nie kennengelernt, ja. Der letzte indische Film, den ich geguckt habe, tatsächlich das indische Remake von Nightmare on Elm Street gewesen. Oh, von wann? Der Film wurde gedreht Ende der 80er, ist aber erst 4-5 Jahre später rausgekommen, weil der sich da besser vermarkten ließ, irgendwie sowas. Und den hatte ich eigentlich geguckt in Vorbereitung, weil, wenn wir mal wieder Schocktober machen, Daniel. Ah. Ja, weil das ist absolut fantastisch, was die da für... Ist das 1:1? Zum Teil. Also es ist sehr viel reingemischt. Der Freddy Krüger von dort hat einen Vokuhila und sieht ein bisschen aus wie Jason Voorhees. Ja. Der Comic Relief tanzt und singt Michael Jackson die ganze Zeit. Währenddessen. Aber hat Freddy denn seine Klinge? Ja. Und taucht in dann verschiedenen Albträumen natürlich auf. Irgendwo in ein Aquarium ist er drin und ballert dann durch, weil die Hauptaktrice dann in ein Aquarium rein. Ich meine nur, das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und dann siehst du sie und dann
Alter, sowas haben die da auch gemacht. Ne? Super interessant und spannend. Übrigens ist sehr unterhaltsam. Ja? Also es ist eher lustig, oder? Naja, also ungewollt, aber für uns ungewollt lustig. Ungewollt lustig, du lachst dich scheckig. Okay. Ja, ich mit sehen. Müsste man auch auf YouTube zum Beispiel komplett gucken. Müsste nur den indischen. Ich gebe mal einfach einen indischen. Mahal? Irgendwie so. Mahal, glaube ich, hieß er. M-A-H-A-A-L. Oder? Aber ich mag das, wenn die das so... Wenn die das so schön aufrichtig und ernst nehmen, so, weil da kommt keine ironische Brechung da rein. Das ist das Ding. Die gehen nicht irgendwann hin und sagen, ha, zwinker, zwinker, sondern die bleiben halt in dem Ding. Es ist ja auch nicht alles dann, als dieser ganze Hype hierzulande entstanden ist mit Shah Rukh Khan und Bollywood und wir schauen uns die 3 Stunden Musicals und so weiter an. Das repräsentiert ja nicht nur das indische Kino. Nein, es gibt inzwischen ja, ich glaube, 4 oder sogar 5 größere Filmballungs- Gebiete, ja, in Indien, die halt diese ganzen Filme liefern. Und wo am Anfang Bollywood das Dominierende war. Da ist er. Das ist der indische Freddy. Kannst du das irgendwie nicht close zeigen? Ich glaub nicht. Aber mal so ein bisschen. Nee, ist ehrlich, Leute, die Musik 1:1 rausgenommen, Szenen teilweise 1:1, aber natürlich super low budget. Ihr lacht euch scheckig, wenn ihr den guckt. Ja, habe ich Bock drauf. Das klingt echt ganz gut. Ich konnte leider nicht eruieren, in welcher Zeit dieser Film spielen soll. Ich denke mal, er spielt auf jeden Fall noch zu früheren Tagen. Vielleicht ist es aber auch ein Prinzip, dass es eher so eine zeitlose Geschichte ist, die innerhalb der letzten 30 Jahre irgendwann hätte spielen. Also er spielt nicht im Hier und Jetzt, aber ich glaube, er ist moderner, als er zumindest den Anschein macht. Und ich muss sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, ja, da gibt es so ein paar Szenen drin, sind vielleicht ein bisschen langgezogen oder er hält sich dann manchmal auch gerne mit diesen ganzen Bildern auf, die die Jungen zeigen bei ihren täglichen Spielen oder eben wie sie halt versuchen, Filme selbst zu kreieren. Das macht den Film vielleicht ein bisschen länger, als es sein muss. Und ich bin auch gespannt, ob sie am Ende jetzt irgendwie auf großes Drama gehen oder das Ganze eher ein bisschen runterspielen. Eigentlich wäre es ideal, wenn es so, da kommt dann zum Climax der Film und dann fehlt die Szene. Ja, das wäre schön. Das wäre wieder zu Meta wahrscheinlich. Ja, ist ja, das eigentlich müsste es das sein, aber vielleicht ist es dem Film nicht zuträglich. Das wäre ganz gut, ja. So, von Indien zu was völlig anderem, nämlich zu billig oder willig. Aber nur noch mal kurz. Also das Licht, aus dem die Träume sind, ist jetzt heute einer der Kinostarts heute. Wir lassen hier auch permanent die Ticker durchlaufen, was jetzt so per Streamingdienst, per Mediathek oder halt eben im Kino erhältlich ist oder verfügbar ist. Aber das ist einer der Filme, wo ich sage, ey, den kann man sich schon mal angucken, weil der ist schön. Der ist wirklich einfach schön. Klingt doch so. Ja. Jo. Also, hat obwohl auch ich generell selbst, gute Bewertungen bekommen. Ja, obwohl ich jetzt selbst nicht irgendwie alles gesehen habe, aber allein das, was ich gesehen habe, kann ich schon sagen, ey, das lohnt sich. Das lohnt sich. Und vor allem, es macht halt mal wieder auf andere Art und Weise, es gibt eine schöne 2001 Hommage, die jetzt vor allem, und da gebe ich dir wieder recht, der Ton ist dann entscheidend. Natürlich kommt dann, also sprach Zarathustra, heißt es doch, ne? Also die Musik von 2001. Aber die Bilder, die der jetzt zeigt, die haben nichts mit 2001 zu tun, sondern er schafft es halt so eine Anmutung mit anderen Gegenständen und Lichteffekten und sonst irgendwas, die Erinnerung an 2001 hervorzurufen. Und er findet da so ein Bild, wo du halt denkst, ja, ich weiß sofort, auf welchen Film du anspielst. So. Also klar ist die Musik da entscheidend, aber nichtsdestotrotz ist auch das Bild toll, was er dafür findet, um halt eben zu sagen, guck mal, ich zeig dir hier 2001, ohne dir 2001 zu zeigen. Ja. Und das fand ich halt cool. Ja, klingt interessant, auf jeden Fall. So, Entschuldigung. Billig oder willig, was fällt euch ein, wenn ich euch den Namen Interceptor sage? Das Motorradhelm, schwarz, volle Pulle durchjagen. Charlie Sheen? Nein, ich denke... Charlie Sheen? Doch, ja. Ah nein, dann ist das, Entschuldigung, nicht Motorrad, sondern der Geist des verstorbenen Bruders beim Autofahrrennen von 1983, der Film irgendwie so, ne? Mit der wieder zurückkommt, um die Gang, die ihn umgebracht hat, ins Jenseits zu befördern. Genau. Kennt ihr noch das Poster? Nee. Steht vom Auto, alles dunkel, Neon, blau, blau, blau. Ja, jetzt stellt euch vor, ihr hört den Titel Interceptor und dann kommt dieses Bild. What? Was macht die denn da? Sie hat 2 Hände, das ist viel sicherer. Ja, aber hängt die an einem Flugzeugträger? Ja, ich habe auch gedacht. Das sieht aus wie so ein Hubschrauber-Landeplatz. Deswegen, ganz schon, ne? Flugzeugträger hätte ich jetzt. Nee, ich hätte gesagt, das ist, guck mal, sie ist ja auch auf dem Wasser. Man sieht ja unten Wasser. Oh ja, und aber im Hafen von New York oder so, ne? Oder was soll das sein? Das ist ja noch Stadt hinten. So ein bisschen New York-artig. Ach, ja, Netflix, also. Ist das Netflix-Film. Und wer ist dabei? Elsa Pataki. Pataki. Kenn ich nicht. Und Luke Bracey kenne ich auch nicht. Ja.
Elsa Pataky könntet ihr vielleicht kennen, wenn ihr Fast and Furious 5 gesehen habt. Da hat sie mitgespielt. Da spielt sie das Love. Tut mir leid, ich habe nur 1 bis 4 und 6 bis 10 gesehen. Du hast den Besten ausgelassen. Ja, du hast den Besten ausgelassen. Also, nein, das war ein Witz, ich habe fast gar keinen von denen gesehen. Ja, dann guck dir mal den 5. an. Das ist der erste mit The Rock, ne? Ja, genau, ist der erste mit The Rock. Der mit dem Tresor, oder? Der mit dem Tresor. Ja. Ist das der, wo es gleich so, also es gibt ja einen, wo sie dann gesagt haben, scheißegal jetzt, jetzt machen wir nur noch wilden Kram. Ja. Das ist alles, alles ab 5. Alles ab 5. Spätestens, ja. Wobei 4 ist auch schon. 4 fängt damit schon an, aber bremst sich noch ein bisschen. Was? No pun intended. Und, aber der fünfte macht richtig Spaß. Okay. Also ich habe sie bestimmt dann schon mal gesehen, aber Fast and Furious ist so ein Wust aus Charakteren und Szenen und so weiter. Da gehen sehr. Ja, sie spielt eine brasilianische Polizistin, die sich in Dominic Toretto verliebt. Ist sie die Assistentin von The Rock da, oder? Ich glaube, also sie hilft The Rock. Irgendwie, weil da war auf jeden Fall eine weibliche Polizistin. Genau, die ist das. Mhm. Die ist das. Und die spielt hier eine Soldatin, die einen Raketenabwehrstützpunkt vor eben Luke Bracey verteidigen muss, der das irgendwie angreifen möchte. Denn es befinden sich Atomraketen auf dem Weg Richtung USA. Atomraketen? Atomraketen. 9 an der Zahl, wenn ich richtig gelesen habe. Das ist ja eine absolut originelle Idee. Ja. Habe ich ja lange nicht gehört. Ja. Wir sehen auch die Atomraketen. Und sie ist der Interceptor dann quasi. Sie ist wahrscheinlich der. Musst du die dann selber fangen mit dem einen Arm, den sie frei hat? Ja, sieht fast so aus. Guck mal, die fliegen da ja entlang. Mit der Rakete. Ja, sie kickt mit dem Fuß die Rakete hoch und fängt ihn dann mit dem freien Arm auf. Genau, einmal hier. Und dann fliegt er hier rüber. Ja. Und wird wieder zurückgesendet. Aber wir können genau ja das mal gucken, Leitsystem trifft. Wer hat mal Regie gemacht? Jemand, der die Bücher dazu geschrieben hat, glaube ich. Also das ist Bücher? Ja, das basiert... Tom Clancy's Interceptor. Sowas in der Richtung. Aber pass auf, Freunde, ich recherchiere das und in der Weile können wir uns mal angucken, ob sie wirklich die Rakete mit dem Fuß tritt oder nicht. Das will ich jetzt sehen. Das sah jetzt gar nicht so billig aus, wie erwartet. Da hängt sie. Du hast recht, das ist eher so ein... der Stützpunkt. Oh. Die gesteuerte Plattform. Oh, das sieht echt aus. Gibt's sowas? Die Arme, die Raketen. Captain Collins meldet sich zur Stelle. Alle von Ihnen werden lieber woanders. Sie wollte nicht den Auftrag, aber sie führt ihn zu Ende. Sie muss es tun. Pflicht. Wir haben ein Problem. Unautorisierte Inbesitznahme von Raketen. Was zum Teufel ist da los? Den Laden. Was ist das für eine Information? Schaffen Sie das. Seien Sie unbesorgt, Sir. Interceptor, Status. Das Ding ist nämlich echt, oder? Nee, doch nicht. Ich habe zu Anfang gedacht, das wäre echt. Sie haben versucht, hier einzudringen. Und das ist also crazy. Stirb langsam in der Raketenbasis. Oder unter Kontrolle. Wir haben 16 Atomraketen. 16? Oh mein Gott, 16. Reicht eigentlich nur eine. Was sie nicht wussten, Steven Seagal war der Koch. Dann holt sie dir. Also die sind die ganze Zeit da auf dem, an dem Ort. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Aber ich möchte gerne Rakete explodieren. Das ist so ein leichtes Metal Gear Solid 2-Gefühl auf der Plattform. Können sich das, die können sich das. Oh, hast du gesehen? Sie hat ihnen den Pistolengriff ins Gesicht gesteckt. Mhm. Ja. Ich habe keine Zeit zum Bluten. Aber das ist ein Set. Guck mal, das ist nicht echt. Sie planen für jedes mögliche Szenario. Doch ich war nie Teil ihres Plans. So wie Steven Seagal. So, kick die Rakete. Ach, guck mal, sie hat... Ja, okay, ist alles nur da am Ort dieser Station, ne? Das finde ich ein bisschen... Kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, es ist mir zu beengt? Also nicht, weil es klaustrophobisch ist, sondern einfach, weil das Gefühl hast, ich will, dass man noch mal woanders hingeht und was anderes sieht. Ich weiß, was du meinst. Du meinst dieses Gefühl von wegen, dass du kein Gefühl dafür hast, dass doch außen drum eine Welt existiert? Na, nee, das meine ich gar nicht mehr. Der ist so wenig Quadratmeter Platz, ne, und da soll alles passieren und Verstecke sein und whatever. Es gibt Filme, bei denen ist das ja völlig egal. Ne? Bei Alien ist es völlig egal, abgesehen davon, dass das Schiff gigantisch groß ist und man gar nicht weiß, was da noch alles für Räume existieren. Oder The Abyss oder sowas. Aber wenn ich, ist. Genau, aber wenn es halt sowas wie so ein Film ist und da siehst du im ganzen Trailer eigentlich immer nur diese Station. Dann ist es ein bisschen erschreckend, finde ich. Oder ein bisschen abschreckend. Dann denke ich mir so, das ist alles, was ich zu sehen bekomme, ist das wahrscheinlich. Ich könnte es akzeptieren, wenn die eben nicht mal einen halben Kilometer vor der Küste sind, ne? Wenn sie ganz alleine weit draußen auf dem Meer sind und sonst nichts ist. Ne? Ja, aber wer weiß, wie weit das draußen ist. Ja, aber ich sehe da hinten die
die Häuser. Ne? Ja, das ist, kurz ist ja nur ein Filmplakat, Gregor. Also das kannst du jetzt nicht ernst nehmen. Ist die nicht, also für mich sieht bei das bei Indiana Jones passiert auch nicht alle Action, die auf dem Plakat ist, auf einmal. Ja, zeig mir das Plakat nochmal, dann sage ich dir das. Ja, aber da sind doch auch verschiedene Setpieces, die dann zusammengeführt werden. Das ist nur mein Gedanke jetzt hier, wenn ich das so sehe, sieht es für mich aus, als ob direkt vor der Küste von der Stadt ist, von der Großstadt. Ne? Und wenn das wirklich dann nur an dieser kleinen Stelle passiert, während drumherum einfach noch so viel anderes sein könnte. Aber wäre es nicht sinnvoll? Ich meine, das sind ja noch immer noch ein paar Kilometer, die das zu schwimmen sind bis zur Stadt, oder? Die haben sich sicher Gedanken gemacht. Die haben das genau aus dem Grunde, warum wir hier gerade darüber reden, haben sie das da eingebaut. Weil eigentlich ist das Ding wahrscheinlich irgendwie 30 Kilometer vor der Küste und rundherum ist Wasser. Und die Produzenten denken, wir können ja jetzt kein Poster zeigen, um noch mehr allen Leuten zu sagen, dass wir eigentlich nur auf dieser 50x50 Meter Station Und natürlich, ich würde es auch verstehen, selbst wenn das weit weg ist, wir wollen natürlich die Gefahr zeigen, weil wenigstens warum diese Station, die kann ja ruhig explodieren, aber da sind auch Leute, das sind Menschen. Aber wäre es dann auch nicht sinnvoll, so eine Station näher an so eine Großstadt wie, was weiß ich, New York oder was es da eben war, ranzubauen, um bist du Fachmann für Horchposten? Für militärische Horchposten? Das ist ja eine Abwehrstation. Es ist eine Abwehrstation. Ja, aber es ist auch eine Radarstation. Okay. Und ich meine, das muss ja nicht immer so sein wie in Berlin da auf dem Teufelsberg, das Ding. Ja, und da steht es aber auch trotzdem direkt nach. Ich sag ja, es muss ja nicht immer so sein, dass es direkt irgendwo steht, sondern die stehen natürlich überall, wo es Sinn macht. Und zum Beispiel ist es besser für Frühwarnung wahrscheinlich. Was bringt dir das, wenn du 2 Kilometer vor der Stadt dann so einen Horchposten hast und sagen, oh, die Rakete kommt in einer Minute. Wie wir in diesem Film sehen, hat es nicht viel gebracht anscheinend. Ja, stimmt schon. Also, ich bin aber, ich würde gerne einen Einschlag sehen. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich zumindest eine Atomrakete. Ich bin gerade so im, naja, ihr wisst ja warum, im Atomthema. Ich bräuchte nochmal ein Atomthema. Ja, also ein Einschlag wäre schön. Das Plakat. Ein Einschlag wäre schön. Und wir sitzen hier in Hamburg. Ein fiktionaler, digitaler Einschlag im Film wäre schön. Nicht in der Realität. Ich versuche dich nur zu beschützen. Ja. Ja. Aber es ist der große. Wir reden hier über Träume. Es ist der große neue Netflix-Actionfilm. Einer, der dann exklusiv dafür produziert wurde, ja? Ich weiß nicht, ob das der große neue Actionfilm ist. Ich glaube, der große neue ist der Gray Man mit Chris Evans und Ryan Gosling. Das ist nie von gehört. $200 Millionen Film, ich auch nicht. Den sie jetzt produzieren, beziehungsweise den sie jetzt gerade drehen. Sowas, mich überrascht das immer direkt beim Release. Auch dieses, wie ist es, The Tomorrow War mit Chris Pratt oder so. Ja, der sollte ja mal ins Kino kommen. Ne? Einfach mal da. Oder das Michael Bay-Ding mit Ryan Reynolds. Ne? Da war ja auch was so. Ambulance? Underground 6? Ich glaube ja. Ne? Ist auch auf einmal ein fetter Michael Bay-Film da. Ja. I don't care. Aber das kann aus einfachen Gründen schon nicht der große Netflix-Film sein, weil einfach die beiden Hauptdarsteller unbekannt sind. Ja, kennst du nicht Elsa Pataky aus Fast and Furious 5? Nee, aber ich kenne Luke Bracey ganz gut. Aber du wirst. Moment, du musst aber auch Gelegenheit bekommen, Luke Bracey kennenzulernen. Das stimmt, ich muss ihm eine Chance geben. Ja. Man muss jedem eine Chance geben. Guck mal. Man muss auch Netflix. Man hätte jetzt auch Colin Farrell mit einer Maske dahinstellen können, ja? Aber ich nein, nicht haben Luke Bracey. Das ist Colin Farrell mit der Maske. Colin Farrell. Die sind besser jetzt geworden. Als Frau. So. Colleen Farrell. Bevor es jetzt zu albern wird, liebe Freunde, machen wir noch schnell zwei Serviceleistungen. Zum einen gibt es in Wien ab heute ein neues, kleines, feines Festival. Vom 12. bis zum 15. Mai finden nämlich das Red Lotus Asian Film Festival in Wien statt. Ich glaube, zum ersten Mal, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. In Österreich oder in Deutschland? Ich weiß nicht, welche Wiens kennst du noch? Nee, ich meinte eher, also nur in Österreich oder eher im deutschsprachigen Bereich? Ich hätte jetzt gedacht, es gibt häufiger asiatische Festivals, deswegen. Ach so, nein, dieses Festival ist neu. Also dieses Red Lotus, das ist die, glaube ich, Erstausgabe. Okay. Okay. Ja, also. Das erste Mal, dass sie das hier machen. Genau, das erste Mal, dass es überhaupt gemacht wird. Und ja, ist ein Festival, was eben vor allem Österreichern die Liebe zum asiatischen Kino näher bringen soll. Mit diversen 13 Erstausstrahlungen in Österreich, aus Indien, aus Korea, aus Japan, aus China und so weiter und so fort. Und im Rahmen dessen gibt es noch ein kleines Special Screening von einem Film namens Project Gutenberg oder Gutberg. Der ist mit Chow Yun-Fat in der Hauptrolle. Der ist nicht ganz so
Also, der ist schon ein bisschen älter. Der lebt hat, noch. Joe Yun-Fat lebt noch? Joe Yun-Fat lebt. Hat er den Buchdruck erfunden im Film? Oder? Ich war auch gerade verwirrt. Ja, ist es der Gutenberg oder hast du. Es geht tatsächlich. Es geht, oder es der Police Academy. Es hat tatsächlich was mit dem Gutenberg zu tun. Und ich habe den im Flugzeug gesehen und ich war hin und weg, weil ich fand den Film, der vereint sehr viele schöne Sachen. Geht's dann um geschriebene Texte? Es geht um ein bisschen was, um Druck, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Und Fahrt kann man nichts falsch machen, sagen. Du, vor allem in dem Film darf Joe Yun-Fat noch mal ein bisschen von dem zeigen oder von dem machen, was ihn halt einstmals groß gemacht hat. Ja. So. Ich habe tatsächlich auch einen Joe Yun-Fat-Film im Flugzeug gesehen, aber es ist ein bisschen jetzt her, wo ich das letzte Mal geflogen bin. Es war tatsächlich Teil von so einem großen chinesischen Franchise. Ich glaube, da auch so ein bisschen Ocean's Eleven-mäßig. God of Gamblers. War es God of Gamblers? Auf jeden Fall so ein mehrteiliges Ding. Ich habe einen der Teile gesehen, wo Joe Yun-Fat auch zum Cast zählt, was auch ich überhaupt nicht präsent hatte. Also der hat auch noch mal eine ganz andere große Karriere. Ja, das kann wirklich God of Gamblers gewesen sein. Aber Joe Yun-Fat, jetzt muss ich mal gucken, wie alt ist der denn? Der hatte gerade jetzt, oder hat jetzt Geburtstag. So jung? Ich dachte, der ist viel älter. Der sieht schon, der ist ja... Nee, okay, vielleicht über 60 dann schon. 59 ist vielleicht optimistisch gewählt, aber der war auch bestimmt Anfang der 2000er so in seinen 40ern, würde ich sagen. 55er Jahrgang. Ja, und der hat jetzt Geburtstag. Jo, dann etwas über 60. Also ich dachte immer, als ich den früher schon gesehen habe, dachte ich immer... Selbst zu Hardball-Zeiten war er auch jung und knackig. Ja, doch, no? Das stimmt. Ja, krass. Und der wird auf dem Festival mit dem Lifetime Achievement Award gekürt. Da freut er sich bestimmt. Ja. Endlich nach Österreich für einen Lifetime Award bei der allerersten. Er darf leider nicht kommen. Hongkong ist ja, glaube ich, immer noch in Isolation. Der ist aber live aus Hongkong zugeschaltet. Naja, immerhin. Immerhin. Ich meine, den musst du erstmal kriegen dafür. Genau. Schon Hut ab. Ja. Ja. Aber Joe Yun-Fat war ja auch eigentlich echt ein wirklich erstaunlicher Dude sein. Der fährt wohl jeden Tag mit der U-Bahn und so weiter. Also der ist... Oh, sehr sympathisch. Der ist, der blendet, glaube ich, alles an Reichtum, was er so hat, blendet er aus und ist halt echt, wie sagt man, Philanthrop. Mhm. Ja, und versucht wirklich ganz down to earth zu bleiben irgendwie. Also sehr sympathisch. Das ist interessant. Wie alt ist denn Takeshi Miike? Der muss doch richtig alt sein. Boah, der ist jetzt auch ein bisschen älter. 70, oder? Ich glaube, der ist auch jetzt so, ich würde sagen, der läuft schön auf die 80 zu, ja. Ja, den hatte ich gerade im Kopf. Ich habe die beiden verwechselt. Aber schön, wenn man solche Personen des Kinos mal aus ein bisschen, also wenn man hört, dass die auf privater Ebene auch entspannter, dann sind, ich habe zuletzt ein Porträt gesehen von, wie ist nochmal der japanische Schauspieler, der in den Godzilla-Filmen, in den neueren, der berühmte japanische Schauspieler. Watanabe? Ken Watanabe? Ja. Ja, da war so ein Porträt von dem bekannten YouTuber, der ihn besucht hat, der wir in einer Stadt, die, ich glaube, durch Fukushima in Mitleidenschaft gezogen wurde, dort ein Café aufgebaut hat und zu diesem Schirmherrn der Stadt geworden ist. Und dann hat er sich dann im täglichen Leben dann so mit den Leuten dann dort gezeigt. Ne? Und da kam er auch sehr entspannt rüber zum Beispiel. Oh. Ja, cool. Ja, ist immer sympathisch, wenn man das Gefühl hat, dass man Schauspieler, die man bewundert, auch privat halbwegs vernünftige Menschen sind. Genau, solange du nicht das... Ist ja auch nicht die Regel. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Du mitbekriegst hier mit Fred Savage? Oh ja, das habe ich mitbekommen. Die haben sie rausgeschmissen vom Remake von Wonder Years. Genau. Als Producer, und als Schreiber und Regisseur. What? Ja, wegen... Hat sich wohl angeblich nicht so gut benommen gegenüber Leuten. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich hörte jetzt nur doofe Worte, aber ich es ist wohl häufiger in den Jahren davor vorgefallen. Genau, was ich gelesen habe, maximales war, wundert mich jetzt nicht. Ne? Also von Leuten, die das schon länger verfolgen. Aber so ist es wohl manchmal. Ne? Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, Fred Savage so. Naja, nach der Bill Murray-Nummer vor einiger Zeit ist ja auch. Ja. Obwohl, da weiß man jetzt auch nicht so ganz genau, was da jetzt alles vorgefallen ist, aber. Genau, man soll natürlich jetzt nicht abwägen, wer hat wie, wo, was gemacht und wer was ist schlimmer als was und so weiter. Ich glaube, wir sind mittlerweile aber so zu einem Punkt angekommen, wo mal auch so ein Verhalten angesprochen wird und nicht dann hinter den Tisch gekehrt wird von wegen, hey, das ist die berühmte Person so oder so, sondern ich glaube, wir müssen mal drüber reden. Ja, vor allem, wo man auch, glaube ich, erkennen muss, dass man sich vielleicht nicht mehr verhalten kann, wie zu einem Zeitpunkt, als das alles noch irgendwie viel, viel stärker toleriert worden ist und als man vielleicht auch noch viel, viel abhängiger war von eben jener Figur, die so ein Arschlochverhalten an den Tag gelegt hat. Ne? Also ich meine, es gab ja immer wieder Serien, wo Darsteller dann halt eben auch gemerkt haben, wie wichtig sie dafür sind, sonst ist das Thema vorbei. So, ne? Und da kannst halt schnell auch, glaube ich, mal in die falsche Richtung abdriften. Ja. Ja.
Choyun Fat gehört auf jeden Fall nicht dazu. Nee. Okay. Wenn man so den allgemeinen Bericht glauben darf. Zum Zeitpunkt dieser Sendung, sagen wir mal. Ja, okay. Genau. Okay, ja. Genau. Zum Zeitpunkt dieser Sendung. Heute, 12. Mai 2022. Und deswegen vorab darf man, glaube ich, nicht gratulieren, aber wir gratulieren ihn auf jeden Fall schon zum Lifetime Achievement Award. Und ja, da gibt's halt ein paar schöne Filme. Unter anderem einen indischen Film, den ich auch auf der Liste habe, den ich mir auch noch angucken werde. Manandu, genau. Dann gibt's noch diesen Sexual Drive, das ist die Opening Night, auf den habe ich auch ein bisschen mein Auge geworfen. Und noch ein paar andere Filme, deswegen, wer Bock hat und in Wien lebt oder unweit von Wien lebt, hat ja vielleicht jetzt hier mal die Möglichkeit, ein paar Filme zu sehen, die er sonst nicht im Kino sieht. Ja. So, und ein Film, der auf jeden Fall bei uns im Kino laufen wird, regulär laufen wird, den ihr aber schon vorab sehen dürft oder könnt, ja, ist Top Gun 2, Maverick. Wir schicken euch ins Kino. Denn am 19. Mai gibt es in 2020 im Kino das beste Bild ausgesucht. Ja, gut, die Spitze konnten wir uns halt nicht verkneifen. Aber Cruise Blick dazu passt ganz gut. Ja, auf jeden Fall, am 19. Mai 2022 kann es für euch soweit sein, ihr dürft Top Gun Maverick vorab, bevor dem regulären Kinostart, in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München könnt ihr den angucken. Mhm. Ja, wir verlosen 4x2 Tickets für jeweils eine Stadt. Also für Berlin, für Hamburg, für München und für Frankfurt. Eine Menge Tickets. Das heißt, wenn ihr in Leipzig wohnt und ihr klickt auf ein Ticket in München, ist es vielleicht nicht ganz so gut. Deswegen, ja, guckt am besten, wir haben hier 4 Links. Es steht auch hinter jedem Link die Stadt, für welche Stadt wir Tickets verlosen. Und ja, achtet drauf, dass ihr halt in der Nähe einer dieser Städte wohnt und nicht irgendwie auf die Stadt klickt, die wirklich am weitesten von euch entfernt ist, nur um euch Tickets zu kriegen. Ich weiß zum Beispiel, dass das in Köln die 100. Community Preview sein wird mit Dominik Porschen. Ah, wie cool. Ja, also in Köln zum Beispiel. Du bist gerade auf Tour, dachte ich. Tut er nicht gerade? Ja, wir können auch durch Köln beides machen. Achso, ja. Vielleicht tut er auch nur Ich dachte, das wäre so jeden Tag irgendwie. Deswegen. Ich glaube, das Auftaktkonzert war jetzt erst, oder? Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, Dominik Porschen wird in Köln die Preview hosten. Ich weiß nicht, wer es hier in Hamburg macht. Und ich denke mal, in München und Berlin werden es auch ein paar bekannte Nasen machen. Es wird vorab ein bisschen was vom roten Teppich geben. Steven Gätchen ist vor Ort in London, um ein bisschen mit den Leuten vom Film zu reden und ein paar Hintergrundinfos zu geben und so. Und dann, also es gibt halt einen Livestream vom Teppich. Und ab 20.15 Uhr geht's dann mit dem Film los. Allerdings, hinzu sei gesagt, es ist die deutsche Fassung. Okay. Solange er die gleiche Synchronstimme hat, der Herr Cruz. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ja. Wer hat denn eigentlich Regie gemacht, fällt mir gerade ein. Der gleiche Mann, der auch Oblivion und Tron Legacy gemacht hat. Der, Wie heißt er nochmal? Und auch diesen, warte, ich sag's dir sofort. Oblivion war besser als Tron Legacy. Oblivion, ja, aber Oblivion war auch super, aber allein für die Drohnen ist der schon, ist ja ganz cool. Also, visuell schön gemacht. Ja. Joseph Kosinski. Kosinski. Ich meine, das war der damals quasi diesen Mini-Kurzfilm über Tron gemacht hat, so nach dem Motto, so würde ich mir Tron vorstellen, und dann haben sie ihm angeboten, macht einen Spielfilm. Ich glaube, das war der. Das könnte sein, ja. Über den werden wir gleich auch nochmal sprechen. Mhm. Denn, so, das waren so jetzt hier alle obligatorischen Punkte, die wir hier so abhaken müssen. Viel Spaß bei Maverick oder eben beim Red Lotus Film Festival. Und damit sind wir bei dem Thema, was wir schon irgendwie ein bisschen mehrfach angesprochen haben oder angerissen haben durch diverse Aussagen oder vielleicht auch schon Filme, die vorher gesprochen worden sind. Wir wollen ein bisschen über Katastrophenfilme reden. Ja, yes! Ja. Und dafür haben wir einen kleinen Supercut gemacht. Bitteschön.
Mann, ich fühle mich wie zu Hause, ich fühle mich wie zu Hause. Alle die schönen Filme. Wer hat den geschnitten? Oliver. Olli, sehr schön. Sehr schön. Na, noch nie in so wenig Zeit so viel Geld verbrennen sehen. Auf Ja, liebe Freunde, wir wollen angesichts der Ausgangslage mal ein bisschen über eben Katastrophenfilme reden. Ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie drauf gekommen, du hast halt so viel geguckt in letzter Zeit, was irgendwie sich mit dem Thema Weltzerstörung oder zumindest Ende der Welt auseinandersetzt. Und ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie habe ich auch noch mal letztens, und dann hast du, glaube ich, noch Greenland geguckt und warst ja von dem relativ angetan. Und ich habe gedacht, die letzten 30 Minuten, Und ich habe mir auch gedacht, oh, so, warum guckt man das gerne? Warum guckt man gerne Katastrophenfilme? Ich weiß es. Das ist genauso wie Achterbahnfahren. Da hast du auch panische Angst vor. Aber es ist erstens eine Mutprobe und zweitens weißt du, es kann nichts passieren. Du kannst dich einer wahnsinnig großen Angst aussetzen. Ne? Du gehst ins Kino und guckst einen Horrorfilm. Und das ist alles ganz furchtbar, was da passiert. Aber es tut dir ja nichts. Du kannst einfach sitzen und sagen, oh schlimm, aber du weißt, in 30 Minuten bin ich aus dem Kino und das ist alles lustig. Da kann ich drüber lachen, dass ich mich so erschrocken hat. Das heißt, man nimmt die Angst, die große Angst, die Bedrohung, nimmt sie runter, um mal Jimmy Carr zu zitieren, und lacht darüber. Bist du da wirklich so angespannt bei Katastrophenfilmen? Also für mich ist es ja wie so eine Beschreibung für Horrorfilme zum Beispiel. Ja, aber das ist das gleiche in Grün für mich, was das psychologische Aspekt dabei ist. Ja, auf der anderen Seite, ne, es sind viele Katastrophen, sind ja halt, entweder gab es Katastrophenfilme, die basieren auf wahren Begebenheiten, hier zum Beispiel Mount St. Helens, Dundas Peak, sag ich mal, hat sich dann auch daran orientiert. Ja, aber die sind nicht too soon gewesen, das ist der Punkt. Okay. Die Leute dürfen nicht immer noch einen Schmerz empfinden. Ja, deswegen wäre jetzt ein Film über den Dritten Weltkrieg ein bisschen schwierig, glaube ich. Schon vorbereitend. Das habe ich ja schon getan mit den ganzen mit Day After und so. Was wollte ich? Wo war ich? Dass man einen gewissen Abstand braucht. Genau, also dieses Too Soon ist ja nicht ohne Grund. Diesen Ausdruck gibt es ja nicht ohne Grund. Wenn du zu nah dran bist, ist es schwierig. Ich fand es damals bei bei dem Tsunami-Film, kurz nach dem indonesischen Impossible. The Impossible, fand ich schwierig. Das weiß ich noch, nur das war bestimmt 5 Jahre danach. Oder 4 oder 6, irgend sowas. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, so, oh, das kann ich mir eigentlich nicht angucken. Ne? Wenn man gerade gefühlt vor ein paar Monaten tagelang damit verbracht hat, sich diese ganzen Überschwemmungsvideos und diesen Horror anzugucken und fassungslos davor steht, weil es das erste Mal war. Der Film thematisiert es ja trotzdem. Also natürlich. Aber das spielt da rein in das, was ich eben sagte. Das ist halt nichts, in dem Moment, ne, du hast, nehmen wir an, wir haben, wann war das, der Tsunami? 2006? 2004 war das, glaube ich, ne? Boah, ey, frag mich nicht. Anfang jetzt, also. Naja, 250.000 Tote weltweit, ja? 250.000 Tote. Und wenn du dann 2 Jahre später einen Film darüber drehst, und selbst wenn es einen positiven Twist hat, es geht um eine Familie, die sich wiederfindet, das ist ja positiv. Aber du kannst halt, und so böse das jetzt klingt, aber ich glaube das trotzdem, du kannst diese ganzen Katastrophensequenzen, für die man häufig in solche Filme geht, ich zumindest, ich gucke mir sowas gerne an, weil du sowas halt nie siehst normalerweise, dann kannst du es nicht so genießen. Also es geht gleich so, oh, das erinnert mich so sehr gerade an das, was ich in Real Life vor 24 Stunden gesehen habe. So, das ist komisch. Deswegen gab es auch so lange keinen 9/11-Film. Ich meine, das hat 10 Jahre, glaube ich, gedauert, bis Oliver Stone das Ding gemacht hat. Das war auch kein guter Film, bis auf die ersten 20 Minuten, aber trotzdem. Also ich glaube, das ist nicht unbegründet. Ich bin da bei dir, was das angeht. Also ich würde mir zu meinen persönlichen Favoriten bei solchen Katastrophenfilmen, wenn ich mir sowas in jungen Jahren angeschaut habe und auch ins Kino gegangen bin, deswegen für mich ging es um das überhöhte Spektakel. Wenn dann Sachen passiert sind, die eigentlich so weit weg von der Realität sind, na, da kommt ein Meteor und zerstört die halbe Erde, Aliens zerbersten das Weiße Haus, ein Vulkan bricht aus und alles. Oder ganz völlig, ein Virus kommt. Ein Virus. Hey, aber ich sagte, also wir haben ja, du hast ja wahrscheinlich auch eine Top 10 oder sowas abgegeben hier. Oder? Naja, ich habe einfach mal ein paar. Ja. Ich wollte zumindest, du hast mich gefragt, Daniel, hey, ist das was für dich, über Katastrophenfilme zu quatschen? Mir ist aufgefallen, ey, natürlich, ja. Also jemand, der nicht nur ins Kino früher gegangen ist, sondern Film und Fernsehen da konsumiert hat, die sind hier rauf und runter gelaufen. Gerade die 70er, 80er Katastrophenfilme. Der große Boom kam wohl in den 70er. Ja. Da waren immer diese Ensemble-Filme mit, und jetzt diese berühmten Schauspieler müssen aus einem brennenden Haus kommen. Die hießen da ja auch noch Event-Filme. Ja. Auf den Postern. The Event. Ja. The Year und so. Bevor es Blockbuster hieß. Ich wollte zumindest sagen, ich habe eine kleine Liste mir überlegt und geguckt, was kannst du eigentlich als Katastrophenfilm zählen? Und da habe ich auch tatsächlich einen reingetan, der mir damals in den 90ern aus der Videothek ausgeliehen, den fand ich am erschreckendsten tatsächlich von allen. Oh, ich bin sehr gespannt, welcher das ist. Weil,
um deine Frage von vorhin nochmal zu beantworten, ich verlange das auch, dass ein Katastrophenfilm mich in eine emotionale Lage versetzt und dass es schafft, dass ich ein beängstigendes Gefühl im Magen bekomme. Ja. Dass ich denke so, ja, wenn bei Day After diese ganze Anfangssequenz, wie die, ne, wo die Leute langsam schnallen, warte mal, unsere Raketen fliegen los, das bedeutet, die anderen sind wahrscheinlich auch losgeflogen. Diese, ich weiß nicht, 8 Minuten, bis die Raketen dann einschlagen. Bis heute sitze ich davon und denke so, uiuiuiui. Das erreicht mich ganz gut, muss ich sagen. Und das will ich aber auch, weil ansonsten wäre das das Gleiche, um bei einem Bild zu bleiben, wie ein Achterbahn fahren, aber da halt so sitzen. Ja, ist ganz nett, du, rauf und runter. Aber ich will schreien und Deshalb sind die Figuren da auch wichtig. Also die Figuren, je nachdem, wie gut sind die Teilnehmer da charakterisiert, wie tragen die zur Story bei, aber auch wie kannst du dich in diese Person reinversetzen, die mit dieser schier eigentlich unmöglichen Situation auseinandergesetzt sind und dann über sich hinaus wachsen oder daran scheitern oder nein, lauf jetzt nicht dahin, nein, obwohl du Panik hast. Und das ist super ernsthaft deswegen, weil wenn du die nicht ernst nimmst, dann bist du bei Scream, ja, wo du dich über jeden Mord freust, wenn ich so, der ist gleich, die geht gleich drauf. Und ich habe da nur eine Ausnahme, also Charaktere sind mir sonst wichtig bei dem, weil die es auch tragen zusätzlich zum Spektakel, mit Ausnahme von Monsterfilmen, ne? Ja, ist ja auch nicht glaubwürdig. Ja, weil da sind die Charaktere so scheiße, dass ich die alle nicht sehen möchte. Ja. Zu einem großen Teil. Ich müsste auch mal überlegen, gibt es einen Monsterfilm, wo man richtig mitfiebert? Also es gibt bestimmt. Also sie versuchen das natürlich bei Cloverfield, aber ich habe einen Monsterfilm auf der Liste, den ich bewusst damit reingetan habe. Nur meine Worst Movies der letzten paar Jahre waren die beiden Godzilla-Verfilmungen. Shin Godzilla? Nee, nicht Shin Godzilla, die westlichen, die beiden. Ach so, also King of Monsters und der 2014er. Ich bin so sauer aus dem Kino rausgegangen, du glaubst es nicht. Danke, danke, ich fand das auch nicht gut, Marie. Ja. Shin Godzilla war gut. Ja, deswegen war ich gerade irritiert. So wie dieser Wurm am Anfang da. Ja, auch der sieht ein bisschen lächerlich aus, aber ja. Also als Naturgewalt, ja. Godzilla ist ja nicht nur Monster, komm, wir machen, egal, lass uns mal die Listen abarbeiten, ja. Weil schmeiß doch einfach mal was in den Raum. Wir können ja mal gucken, was es für verschiedene Katastrophenfilmformen gibt. Und ja, wir werden diskutieren, ob was es ein Katastrophenfilm ist oder vielleicht ja dann doch irgendwo eher in eine andere Richtung geht. Wir hatten vorgestern auch gesagt, ist The Road jetzt eigentlich ein Katastrophenfilm oder nicht? Schwierig. Aber haben wir dann gedacht, das ist eigentlich eher ein Endzeitfilm. Und die Katastrophe selbst kommt ja nicht vor, nur das Ergebnis und mal kurz Charlize Theron, die ins Feuer läuft. Ja, schwierig. Pass auf, fangen wir doch mal an. Aus der Kategorie Katastrophe mit großen, sich bewegenden Teilen? Gegenständen? Nein, großen, sich bewegenden Figuren. Mhm. Ja. Sagen wir es mal so. Da hat Gregor Pacific Rim. Ja. Ja, Pacific Rim, der spaßige Actionfilm. Meinst du wegen Katastrophenfilm jetzt oder konkret? Wegen Katastrophenfilm. Ist das eine Katastrophe? Das war so mein Gedanke eben. Ne? Ich wollte einen Monsterfilm hier mit dabei haben. Und eigentlich bin ich auch großer Fan der Godzilla-Filme, der alten. Ne? Ja, also neben dem Spektakel und da haben sie auch natürlich viel mit Figuren und so weiter gemacht. Aber ich habe jetzt nochmal an die letzten Jahre gedacht und gerade solche Monsterfilme, ne? Wenn die dann anfangen zu kämpfen, das ist ja das, was so einen typischen Katastrophenfilm ausmacht. Das Spektakel, Häuser auseinanderreißen, für die ist es eben der Spielplatz, wo sie dann unterwegs sind. Und das ist ja eigentlich die typische Bildsprache eines so klassischen Katastrophenfilms, dass er im Herzen eigentlich ein Monsterfilm ist und noch weitere Geschichten erzählt, ist natürlich nicht abzustreiten. Aber ich würde den schon persönlich zur Richtung Katastrophenfilm zählen, vor allem, weil er inhaltlich auch gut gemacht ist und das Spektakel auch gut vorangetrieben hat. Aber sind wir denn da bei den normalen Menschen am Boden, die unter der Katastrophe leiden? Ich habe das Gefühl, wir sind immer nur bei den Helden. Zu einem Teil, aber würdest du das unbedingt als Merkmal dann immer sehen, dass du immer die Normalos brauchst? Ich finde, eine Katastrophe muss auch das Katastrophengefühl vermitteln. Das wollte ich nur sagen. Also diese Hilflosigkeit und diese übergroße Bedrohung, egal wo man hinguckt. Naja, dann würde ich aber argumentieren, dann gibt sich der Film am Anfang aber schon relativ viel Mühe, um zu zeigen, dass diese Kaijus da ja schon ein Teil des Lebens sind und die Menschheit schon darauf reagiert, beziehungsweise die Menschheit schon sich da mit dem Leben arrangiert hat, dass sie da halt führen müssen, ja, aufgrund der vielen Schutzräume, die dann aufgezogen werden. Ich wüsste jetzt nicht,
ob es in einem Godzilla-Film unbedingt viel mehr Szenen gibt von evakuierten Menschen oder Menschen, die sich irgendwo in irgendwelche Schutzbunker flüchten, als zum Beispiel in Pacific Rim. Ja, du würdest eher einen Shin Godzilla wahrscheinlich dazu zählen, weil der realistische Seite zeigt. Obwohl ja doch, dadurch, dass wir bei Shin Godzilla so oft bei den ganzen Beamten sind, die halt darüber diskutieren und panisch versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, das gibt mir noch ein bisschen mehr das Gefühl, hier passiert eine Katastrophe und die normalen Leute, mit denen ich mich eigentlich identifizieren will, wenn ich einen Katastrophenfilm gucke, um mich da reinzuversetzen und zu denken, was ist denn gerade hier los? Das wäre aber im wahren Leben eine ganz schön bedrohliche Situation. Deswegen würde ich Shin da doch eher in die Richtung oder in das Regal stellen. Deswegen habe ich Shin in meine Liste gepackt, weil ich finde auch, Pacific Rim ist für mich schon eher ein Kaiju-Film, weil ey, der schleift dann Tanker durch die Stadt und haut damit ja, vor die Ohren so. Wie geil das ist. Oder ihm mit Tanker. Ja, ey, Gregor, da bin ich bei dir. Ich finde es auch geil. Aber das ist für mich nicht das gleiche Katastrophenfilmgefühl wie jetzt. Und da will ich aber auch sagen, nicht viele Godzilla-Filme beinhalten das unbedingt. Nicht allzu viele, ja. Also der Klassiker natürlich, vielleicht noch Godzilla kehrt zurück, dann das Remake von 84 und eben Shin Godzilla. Das sind so für mich die Katastrophenfilm-Godzilla. Und ich mag auch den, also allein vom Katastrophenfilm-Gefühl her, finde ich, der erste Godzilla von Gareth Edwards trifft da, der lässt sich halt zu viel Zeit mit irgendwelchen anderen Kram, der nicht interessant ist und halt zeigt zu wenig von der Katastrophe, die halt eigentlich irgendwie, vor der man Angst haben soll. Das hatte ich persönlich bei dem 2014 auch kritisiert. Der fängt eigentlich an wie so ein Film, auf den ich richtig Bock hatte, mit der Szene im Atomkraftwerk, ne, mit einem persönlichen Opfer. Und dann wird Godzilla Freund aller Kinder, kämpft gegen Riesenheuschrecken. So muss das sein. Ja, aber so muss es ja sein. Nee, aber dieses Interessante sind unterschiedliche Ansätze natürlich. Ja. Ich kann aber eure Meinung absolut nachvollziehen, aber für mich ist es nicht immer nur an den Personen und der Nachvollziehbarkeit gehängt, sondern ich müsste einfach auch mal richtig krachen sehen. Ich wollte gerade sagen, du verbindest das wahrscheinlich mehr mit dem visuellen Spektakel. Zu einem Teil. Ne? Und ich brauche das gar nicht mal unbedingt. Also das ist schon hilfreich, wenn man zumindest mal hin und wieder sieht, was da wirklich passiert. Aber mir hilft das, wie gesagt, enorm bei, in Anführungsstrichen, Otto-Normalverbraucherfamilie zu sein, die einfach nur von A nach B wollen. Wir hatten auch darüber diskutiert, ob man vielleicht nicht War of the Worlds da reinpackt und sei es nur für die erste Stunde. Ich hab drüber nachgedacht. Ein massiver Fan von der ersten Stunde. Ich liebe die erste Stunde. Die zweite leider nicht so. Ja. Aber da sind wir ja auch nur bei den normalen kleinen Menschen, die sich irgendwie irgendwo hinbewegen wollen und rundherum passieren halt die furchtbarsten Dinge so. Und man ist quasi Zeuge dessen. Das gibt halt einem so ein bisschen dieses Bedrohungsgefühl. Absolut. Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, den War of the Worlds mit reinzutun, Spielberg. Nö, also ey, ich jetzt draußen, bei der ersten Stunde bin ich dabei. Beim Rest wird es so ein bisschen schwieriger. Interessant, aber dann können wir das mal mit dem Kaiju-Thema oder sowas so ein bisschen abschließen. Wo mein Gedanke auch so ein bisschen hingegangen ist, im Grunde, wenn du heute solches Spektakel von wegen komplette Städte, die Welt wird auseinandergehauen und sowas, sind die Superheldenfilme nicht was komplett Gleiches in der Hinsicht? Nimm sowas wie den Superman-Film, hier Man of Steel oder so, ne? Da kämpfen die ja auch mitten in der Stadt und reißen die halbe Stadt auseinander. Im Grunde sind es klassische Katastrophenfilme, aber nicht aus der Perspektive der Menschen. Aber ne? Ich glaube, das ist ein Grundprinzip. Deshalb war Batman wie Superman mal am Anfang ein Katastrophenfilm, weil die es gezeigt haben mit, oh, was passiert da? Aber es wird mir jetzt auch immer, je länger wir darüber reden, wird es mir immer klarer, dass das schon, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt der Frage ist, welche Position, welche Perspektive haben wir innerhalb dieser Geschichte? Ja, aber. Und wie spaßig ist es? Weil es kann spaßig sein. 2012 ist spaßig, da hast du ja nicht einmal Angst. Ja, pass auf. Nee. Da wären wir jetzt mal bei deinem Emmerich-Double-Feature, weil du hast zwei Emmerich-Filme mit reingenommen. Zwei reingepackt. Ja, du hast zwei Emmerich-Filme mitgenommen, wo ich halt dann bei dem einen, genauso wie bei Pacific Rim, zur Diskussion stellen würde, entspricht das wirklich dem Katastrophenfilm? Vor allem, wenn der gleiche Regisseur einen Film wie 2012 gemacht hat, der wirklich sich um einen, ja, Erdbeben, ein Verschieben von tektonischen Platten irgendwie, der sich damit halt befasst. Aber Independence Day, den du halt auch mitgenommen hast. Ich war halt ehrlich und fair. Ist Independence Day ein Katastrophenfilm? Also ich würde schon sagen, das ist ein Katastrophenfilm. Ja, er wurde als Katastrophenfilm gesehen. Nee, ich sag's auch nur deswegen, weil ich genau weiß, und das ist schwierig, weil guck dir dieser ganze cheesy Kram hier mit diesem Einblendung und so. Deswegen wegen dieser Einblendung habe ich angefangen, den Film umzuschneiden, weil ich die ausschneiden wollte. Und dann wollte ich warte immer noch aufs Finalprodukt. Ja, ich ist schwer daran zu kommen, weil egal.
für mich war das damals das Tolle an diesem Film. Es war zum einen natürlich so ein Star-Wars-Gefühl. Das war der erste Film seit den 80ern, wo ich das Gefühl hatte, oh, wir haben wieder fliegende Raumschiffe und Laserschüsse. Das war cool. Aber es ging vor allem auch gerade diese erste Stunde, auch wenn das alles super peinlich und plump ist. Aber ich mag das, wie es sich langsam aufbaut und die Bedrohung immer größer wird, immer näher kommt. Das war toll, damals im Kino hier diese Schattengeschichte zu sehen. Und die ganze Zerstörung, die dann folgt, bevor wir in den Hero-Part dann kommen, wie gehen wir mit der ganzen Situation um und haben wir überhaupt noch eine Chance? Dieser ganze erste, ich würde sagen, 45 Minuten dauert das wahrscheinlich, bis die dann anfangen zu schießen, oder? Ja. Das habe ich damals als ziemlich, ziemlich unangenehm empfunden. Also angenehm, unangenehm, wenn man das so sagen kann. Es war aber sehr bedrohlich. Aber jetzt mal ehrlich, wir haben doch die Trailer gesehen und wir wussten doch ungefähr, was uns erwartet und wir haben doch eigentlich alle nur drauf gewartet, dass es da irgendwann knallt. Der Trailer lief, wenn ich mich recht erinnere, 2 Jahre vor. Ich habe den 2 Jahre vor im Kino. Ich weiß noch, in welchem Kino ich saß und wie ich diesen Trailer gesehen habe und dachte, was ist denn jetzt? Der kam nämlich aus dem Nichts für mich. Ich so, was ist denn das für ein geiler Film? Was ist das für ein geiler Film? War im Trailer, aber war erstmal nur, das ist also der hier mit dem Aufbau hauptsächlich, ne? Weil ich habe immer präsent, genau das hier, das ist nämlich der Money Shot gewesen. Der andere hat den Film verkackt. Der ist da ja auch dazu, ja. Aber natürlich, das Weiße Haus wird von Aliens zum Explodieren gebracht. Das war geil. Und das haben sie dann übertrieben in den Jahren darauf, ne? Dass irgendwie Landmarks immer kaputt gehen müssen. Aber damals war das, ich fand das cool, muss ich sagen. Ey. Cool steht außer Frage. Ich hab dich sogar gesagt, Katastrophenfilm steht zur Debatte. Ist auch kein guter Film, muss ich sagen. Wie heißt der Film? Was hast du gegen Independence Day? Naja, das ist schon ganz schön unterhaltsam, aber also ich fand ihn schon immer nicht als Film geil, muss ich sagen. Dass es eine Stur dümmer geht. Ja? Das geht immer dümmer. Hat er mit 2012 bewiesen. Ja, der ist so scheiße, ey, der 2012. Ja, aber ich. Der aber meiner Ansicht nach ein Katastrophenfilm. Moment. 2012 ist auch. Ja, das ist ein reiner, ein purer Katastrophe. Genau. Natürlich. Aber was ich dabei interessant finde, ist, dass er. Schon wieder mein Kopf ist heute. Dann würde ich jetzt einen Punkt aufgreifen. Und zwar 2012 ist für mich der Beweis dafür, dass du nicht unbedingt die besten, ausgefeilschten und ausgefleischtesten und tiefsten oder was weiß ich, komplexesten Figuren brauchst, um mit einem Katastrophenfilm mitzugehen. Boah, ja, der Russe ist schon ziemlich ausgefeilt. Ja. du brauchst einen sympathischen Hauptdarsteller. Ne? Ja, gut. John Cusack kann gut leiden. Ey. Ich sag nichts. Also einen sympathischen Hauptdarsteller finde ich in Ordnung. Also der so ein Everyday Man, alles klar. Dass der irgendwie ein tiefes Profil hat, stelle ich trotzdem in Frage. Und es ist trotzdem nicht das, was ich sehen will. Bei 2012 gehe ich da rein, weil ich sehen will, wie Emmerich die Welt untergehen lässt. Genau. Ja, und das macht er teilweise. Das ist sehr beeindruckend gemacht. Ja. Nee, nicht nur das. Also wenn in die Großstadt, wenn die Großstädte kollabieren. Das hier, wie gesagt, ja. Das hier, diese ganze Sequenz, das finde ich mega. Das war vor 10 Jahren und das sieht immer noch gut aus. Das war wirklich, wirklich super und das ist das, was ich in diesem Film sehen will. Das, was ich dann halt noch bekomme, von wegen, wie diese Figuren zusammenfinden und über welche Konstellationen sich diese Figuren irgendwie, oder über welche Wege sie sich eigentlich kennen. Ja, es ist dass da halt der Schönheitschirurg von der Geliebten des Oligarchen irgendwie. Oh Gott, ja. Und der Pilot ist auch noch der Freund von der Geliebten. Ja, also das ist halt himmelhochschreiender Nonsens. Aber dafür bekommst du halt, wie gesagt, einen Flug unter eine Eisenbahn durch. Ja, und es ist zumindest für die Leute, die noch irgendeine emotionale Bindung haben möchten und irgendwas, was durch die Katastrophe durchleitet, durch die verschiedenen Setpieces, die können sich immerhin eine Geschichte dann probieren, die nicht so schwer zu verstehen ist. Nee, das ne? Also du wirst dann mit nicht Probleme haben. Wann war da geht's los? 2011? Oder? Nee, 2012, oder? Ich glaube, war wirklich 2012. Also, ja, das war auch der Marketing-Gag. Genau, der hat hier ideal das Marketing mitgenommen, wo wir gerade beim Thema vorhin gewesen sind, von wegen hier zu nah dran oder so. Es gab mehr als genug Leute, die in den Hype da reingekauft haben. 2012, der Kalender geht zu Ende. Wir wurden damals, in 2009. 2009 ist herausgekommen. Also der hat doch schon ein bisschen länger her. Aber die Diskussion war schon so ein bisschen länger dann gehalten. Also der hat ideal seinen Marketing-Zeitpunkt getroffen, weil 2013 wollte ihn keiner mehr sehen. Ja, das stimmt. Aber es ist auch der einzige Film von ihm aus den letzten Jahren, der, obwohl er so wehtut, ne? Aber den kann, also ich gucke mir da die Sequenzen immer noch gerne an. Nicht den ganzen Film, um Gottes Willen, aber so ein paar Momente, nicht unbedingt die Szene. Ja. Da auch schon das ist Flugzeugträger so rollt über die Straße. Ja, aber das ist so albern. Was mir bei dem Film auch dann auffällt, der zeigt jetzt so eine Katastrophe, von der die Menschheit nicht
klassisch zurückkommen kann, sondern sich neu orientieren muss. Also, ne? Sie haben eine Arche, komm. Sogar drei. Ja, ne, aber du hast ja häufig dann auch mal Katastrophenfilme von wegen, okay, jetzt müssen wir ein paar Jahrzehnte aufräumen, aber dann geht die Gesellschaft weiter. Und hier ist es einfach, okay, scheiß drauf, die Erde ist kaputt. Ne? Menschheit, Meer, Gesellschaft. Neue. Ach so, kommen sie da nicht am Ende in so einem neuen Land an? Oder ja, in Afrika. Ja. Ach so, das neue Land Afrika. Das neue Land Afrika. We're back. Ja, sie kommen halt in Afrika an, ja. So, aber endlich wieder Platz. Im Endeffekt würde ich sagen, dass sowas wie 2012 im Kern oder nicht sogar, nicht nur im Kern, sondern auch echt über weite Teile genauso ist wie ein Film, den du ebenfalls in der Liste hast und den auch ich in der Liste habe, denn er steht für mich eigentlich, es ist für mich der Inbegriff des Katastrophenfilms. Es ist, wenn nicht sogar einer der ersten Katastrophenfilme. Welchen meint er natürlich? Die ich kennengelernt habe. Landesentfernung? Nein, nein. Meint Erdbeben. Ich meine Erdbeben. Komm. Erdbeben war für mich ein typischer ZDF-Sommerkino, Ruf an, wenn du den Film sehen willst, ja. Film. Guck mal, wie es wackelt, die Kamera. Ja, und ja, da wären wir halt schon beim Thema. Ne? Ist ein Katastrophenfilm wirklich gut, wenn die Kamera wackelt oder wenn halt wirklich das ganze Set wackelt? Nein, überleg mal, das war 74 oder so. Ja, ja. Und ich meine, guck dir das an. Das, toll. Das sieht mega toll aus. Das sieht auch gut aus. Es gibt da richtig gute Bilder und richtig gute Schüsse in dem Film. Matte Paintings, ne, teilweise. Ja, natürlich. So ein Teil natürlich. Ja, dahinten. Da, ja, ja. Ne, siehst, aber es sieht gut aus. Ich glaube, das war das nicht World Trade Center gerade sogar? Oh Gott. Ja. Ja, und dann große Namen, ne? Ja, ja. Große Namen. Event-Kino. Altwoda. Richard Roundtree, ja, sehr gut. Auch dabei. Der ist auch dabei. Und James Garner ist, glaube ich, auch noch mit am Start. Alter, der Typ eben, der da stand, mit dem Schnauzer. Und der ist auch bei, der hat ein paar Jahre später dann fast das Gleiche gespielt. Das sieht genauso aus bei Day After. Hier, Priscilla Presley ist auch mit dabei, oder? Nee, da haben wir uns verwechselt. Das war nicht Priscilla Presley, sondern das ist. Oh, ich habe gestern extra nachgeguckt. Die mit dem Afro, meinst du? Genau. Nee, das ist die aus Dallas oder Denver. Joan Collins. Nee, nicht Joan Collins. Nee, nee, nee. Nicht Linda Evans? Nee, nee, so eine Freche. Wer war die Freche damals bei Denver Clan oder bei Dallas? Dallas. So, wie heißt sie? Come on. Victoria Principal. Victoria Principal, natürlich. Hä? Oder wie man in Deutschland, im deutschen Fernsehen in den 80ern gesagt hat, Victoria Principal in der Hauptrolle. Ja, aber ey, der Film, wie gesagt, das war so der Katastrophen. Genau diese Szene, das hier. Das hat mich so fertig gemacht als Kind. Und als dann 9/11 kam und ich das in Real Life gesehen habe, dachte ich, aber guck mal, was das für eine greifbare Zerstörung ist. Ja, bam, bam. Sieht gut aus. Die haben da echte Lastwagen die Brücke runtergeschmissen. Die haben eine echte Brücke zum Einsturz. Das war keine echte Brücke, Alter. Entschuldigung, ich bin noch nicht. Ja. Der Junge spricht aus einem. Hier ist Klein Daniel vor dem Fernseher. Freut sich, dass der Anruf, den er getätigt hat. Guck dir das mal an, ja. Wie geil das ist. Ach, das ist wieder der gleiche. Und ja, ich fand jetzt hier aber auch die Figuren nicht unbedingt so interessant oder spannend. Ich kannte halt ein paar Namen, ne? Long Green war der Typ von Battlestar Galactica, George Kennedy, den hast du auch bei irgendwie schon 1000 Sachen gesehen, so. Und das sind so diese Gesichter, die einem dann irgendwie den Halt gegeben haben. Charlton Heston, ah ja, der Planetaffen-Typ, klar. Ah. Ich mag den, also ist mir sein Schicksal auch wichtig. Ne? So war das. Ja, ich kenne den. Ich weiß, wer das ist. Den Schauspieler, Aber dadurch, dass du natürlich so einen riesen Cast hast, wie es Emmerich natürlich später auch dann immer gemacht hat, überall mal hingucken, was passiert auf der. Guck mal, Mario Puzo hat's geschrieben. Das Mann, darauf warte ich gerade, weil das ist echt absurd. Das und Williams, sowohl hier als auch bei Flammendes Inferno, glaube ich, die Musik gemacht. Ne? Ja, das war sein erster großer Lauf. Ja. Und dann kam, und dann können wir gleich vielleicht, falls wir den noch haben, Flammendes Inferno war halt eben der zweite große Katastrophenfilm der 70er, genau, der halt so mit. Auf jeden Fall, ja. Ja, für dich persönlich? Also für mich persönlich, es hängt immer davon ab, hat man da gerade im Fernsehen zugeschaut oder nicht. Also Erdbeben habe ich auch noch im Kopf irgendwie abgespeichert, aber Flammendes Inferno hatte irgendwie so einen größeren Eindruck bei mir hinterlassen. Obwohl er nicht so gut ist wie Erdbeben. Ja, ja, vielleicht liegt es am Feuer einfach, ne, weil es für mich so einen anderen Effekt dann hatte. Also ich finde sowas auch immer ganz krass. Und schau dir das mal an. Also das sind so die waren für mich ja so abends in den dritten Programmen oder so sind die häufig gelaufen. Na, wenn man nicht irgendwelche alten Horrorfilme oder so 70er Science-Fiction-Streifen, ne, kein Lautlos im Weltraum oder sowas, dann sind gerne solche Katastrophenfilme gelaufen. Und das war einer, den ich, glaube ich, recht häufig dann auch geschaut habe. Aber der hat trotzdem ein paar interessante Elemente, finde ich.
Weil aber Feuer als Katastrophe ist nicht so dein Ding? Doch, doch, doch. Das ist auch für mich also eine Katastrophe. Also, ja. Wie gesagt, ich hätte den ja auch noch dazu gepackt. War ich jetzt aber doch nicht unglücklich drüber, dass ich das nicht gemacht habe, weil er doch nicht so gut war. Ich habe gestern, wie gesagt, noch eine Stunde davon. Ja, Richard Chamberlain als Arschloch, auch mal interessant. Ja. Und jetzt noch im direkten Vergleich, Erdbeben oder Towering Inferno? Nee, definitiv Erdbeben. Ja, ne? Definitiv. Also allein schon für die Effekte. Also ist für mich auch der wichtigere Film. Was bei Towering Inferno seltsam war, ist, dass der fängt mit einer sehr prägnanten Musik an, einer richtig guten Intro-Musik. Und dann hast du, ich habe auf die Uhr geguckt, dann hast du fast eine Stunde keine Musik. Du hast keine Musik in dem Film, die erste Stunde. Wie im echten Leben. Und das geht erst los. Das geht erst los, wenn das Feuer anfängt aus. Oh, das sieht auch fies aus, ne? Oh, ich bin immer bei 9-11. Entschuldigung, deswegen geht mir das so nah. Ich stelle mir immer vor, oh Gott, das ist genau wie 9-11, wie die Leute da oben hingen. Ja, dann war aber euer Ding, wenn ich das jetzt so richtig mitbekomme, nicht das Hochhaus in Not, sondern eher der, ja, Luxuskreuzer in Not. Ein Film, den ihr beide habt. Das war mein Kinderlieblingsfilm. Oh, ja. Ein Film, den ihr beide habt und den ich auch noch wirklich nachvollziehen kann. Ich mag sogar das Remake. Habe ich mir vor ein paar Jahren angeguckt, das Remake. Ja, mal. Ich auch, weil die erste Tricksequenz da beim Wenn die Welle kommt. Die Höllenfahrt der Poseidon. Ihr habt aber beide das Original genommen. Aber weißt du, wie das im Original hieß? The Poseidon Inferno. Adventure. Der hieß The Poseidon Adventure. Die haben einfach versucht, aus dem Thriller Horrorfilm da, Katastrophenfilm, einfach so ein Abenteuerfilm zu machen, was nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Aber auch hier in diesem. Sterben ja alle fast. Ja. Aber auch hier in diesem Film wieder das typische Merkmal: eine Gruppe von wild zusammengewürfelten Leuten, unterschiedliche Gesellschaftsschichten, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Religionen, was weiß ich. Der Held ist ja hier ein Pfarrer, glaube ich, finde ich. Jetzt wisst ihr, warum das Ding gekennzeichnet ist. Ich wollte gerade sagen: klare Sache, warum das Ding gekennzeichnet ist. Hier gibt's nichts zu sehen. Aber alles dabei. Borgnine, jawohl. Alle dabei. Ja. Prominente Leute, ja. Und jetzt kommt aber das, was für mich irgendwie so, glaube ich, jetzt. Ich habe ja jetzt auch im Zuge der Folge heute nochmal so ein paar Katastrophenfilme mir reingezogen und rekapituliert. Ein Aspekt, der, glaube ich, auch wirklich da reinspielt, ist eben diese Zusammenarbeit. Menschen unterschiedlicher Schichten und Ansichten und weiß ich nicht, Religion oder Glauben oder was weiß ich, müssen irgendwie versuchen, gemeinsam aus dieser Scheiße rauszukommen. Am Ende sind wir alle gleich. Es gibt nur ein größeres Ziel. Wir müssen versuchen, die Katastrophe abzuwenden oder eben uns vor dieser Katastrophe in Sicherheit zu bringen. Wir wollen überlegen. Ja, wir wollen überleben. Und das finde ich irgendwie. Das ist so fies, ne? Wie sie alle von der Decke fallen und sich an den Tischen festhalten. Ja, alleine die Idee, das Ding ist gekippt eben. Ja. Jetzt müssen wir kopfüber uns das angucken. Also, was für ein Design? Ich wollte gerade sagen, können wir einmal kurz darüber reden, was das für ein Aufwand war, dieser Film? Ich weiß nicht, wie viel bewegt oder wie groß beweglich dieses Set da von dem Ballsaal oder wo das Finale, wo der Höhepunkt spielt, wie viel davon beweglich war oder nicht, aber es sieht zumindest so aus. Ich meine, die Modelleffekte sind nicht cool, klar. Oh, das war auch fies. er verliert auch seine Frau gleich, ne? Ernest Borgnine ist immer gut. Ernest Borgnine ist echt nichts gegen sagen. Also, ja, bin ich aber auch absolut bei euch. Also, dieses Zusammenbringen der Gesellschaften sozusagen, die jetzt durch die Situation gleichgestellt sind, da kannst du auch gleich Gesellschaftskritik damit mit reinbauen. Was denkt ihr, ich hab's nicht mehr zu 1000% bei den Filmen jetzt im Kopf. Es gibt ja auch häufiger mal dann die Bösewichte sozusagen in den Gruppen. Natürlich. Na? Also der eine, der wegbricht. Der eine, der wegbricht, der eine, der nicht erzählt, dass er vom Zombie gebissen wurde, der die Diamanten noch aus dem Safe holen möchte, wovon keiner weiß. Irgendwie so. Ja, genau. Na? Was denkt ihr über solche Figuren? Jeder Film ist oder ist eigentlich die Situation schon echt genug? Entscheidungsträger scheinen zu glauben, dass man so eine Person braucht. Ich bin der Meinung, es muss nicht unbedingt sein. Ich finde es eher nervig, weil es sich auch zu so einem Stable entwickelt hat, von dem man das Gefühl hat, das gehört nun mal irgendwie dazu. Macht aber die Situation kleiner. Ich finde es immer super angenehm, wenn man auch ausnahmsweise mal eine Gruppe sieht, die halbwegs vernünftig zusammen kommuniziert und sich irgendwie gegenseitig motiviert und nicht immer nur, da haben wir 50% Idioten und haben 50, also so wie bei The Mist da in dem Supermarkt, wo dann die ganzen Fanatiker plötzlich auf der linken Seite stehen. Ja, hast du den, oder? Ich hab den. Achso, okay. Oh, ja, okay. Aber ansonsten ist das immer noch, ich finde,
der funktioniert ziemlich gut. Der hat wenig Ausfälle. Wie gesagt, die Modelle sehen leider nicht gut aus, aber alles andere ist ziemlich auf dem Punkt. Aber die Pedersen-Version kann man sich auch angucken. Ja, ja. Kurt Russell war es, oder? Richard Dreyfuss, glaube ich. Richard Dreyfuss, der gerade von seinem Mann getrennt wurde, sich umbringen wollte. Und ich war ein bisschen, ich hatte da gerade zu der Zeit, dass ich das Remake, glaube ich, dann geschaut habe, Brooklyn Nine-Nine viel geguckt. Und da war es so ein bisschen, ach, guck mal, der Captain Holt ist jetzt der Schiffskapitän. In einer komplett normalen Rolle stattdessen. Ja. Ich habe tatsächlich Der Nebel mitgenommen und ich finde, das lässt sich weiter vortragen. Ne? Verschiedene Menschen eingepfercht in diesen Supermarkt irgendwie. Konfrontiert mit einem unverständlichen, ohnmächtigen. Mit irgendwas ist passiert, irgendein Zwischenfall ist passiert, keine Ahnung. Aber, und was ich ja so schön finde an dem Film, ist tatsächlich erstmal dieser Nebel. Dass der Nebel eigentlich erstmal diese komische Bedrohung ist, dass man nicht genau weiß, was ist das, warum ist der so dicht, warum ist der überall und was macht das mit uns und plötzlich verschwinden Leute und man merkt, oh, in diesem Nebel ist irgendwas drin. Und ja, und es ist, aber ich glaube. Es ist sehr effektiv, der Film. Ja. Ich glaube, es kommt immer zu diesen Momenten. Es wird immer einen geben, dessen Nervenkostüm nicht stabil genug ist, der halt dumme Entscheidungen trifft, der halt blöde Ansichten äußert oder der halt irgendwie, keine Ahnung, seine Emotionen nicht kontrollieren kann. Übrigens. Und hier haben wir Marsha Gay Harden in einer Rolle, in der man sie einfach nur noch schlagen möchte. Also bei du willst sie umbringen. Ja, du möchtest sie wirklich. Die macht das so gut, dass du sie hasst. Habt ihr die Kurzgeschichte vorgelesen oder so? Nee, also ich habe sie danach gelesen, weil ich halt eben gehört habe, dass Darabont das Ende halt geändert hatte. Genau, ich hatte sie vorher gelesen, also mir war das auch bewusst. Ich finde es auch, also gerade was die mit dem Ende jetzt gemacht haben, Darabont, ich glaube, King hat ja auch gesagt, hey, wenn mir das so eingefallen Ende. Wäre, das ist auch fies, das Ende. Wirklich sehr, sehr fies. Für mich kam dieser Film so ein bisschen mehr vor, da ja sehr viel in diesem Supermarkt dann hauptsächlich spielt, weil es ja auch der Dreh- und Angelpunkt ist. Das war mehr so, die Katastrophe ist die Verpackung für das Kammerspiel, was dann da drin stattfindet. Und weniger dann, alles stürzt zusammen oder du gehst in die Monster an. Du hast natürlich auch deine Szenen, aber im Grunde war es mehr um diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, die aufeinander krachen in dieser Notsituation. Aber das ist ja nun mal auch Teil von Katastrophenfilmen. Erinnern wir uns zum Beispiel, ich weiß nicht, würde man jetzt zum Beispiel den Deutschen Abwärts als einen Katastrophenfilm bezeichnen? Was war das noch? Das war der, im Fahrstuhl. Ja, vier Leute, Doris Dörri, oder? No? Nee, nicht von Doris Dörri. Wer war das? Da war auf jeden Fall vier Leute. Jeneke, Götz-George und Gudrun Landgräbe, oder verwechsel ich das mit die Katze? Ich weiß auch nicht, aber war auf jeden Fall auch so. Und vier Leute eingepfercht in einem Fahrstuhl, ne? Und da geht es hauptsächlich darum, wie kommen wir da raus? Gut, aber es ist keine Katastrophe. Ist es nicht eine Katastrophe? Nein. Aber wenn der Fahrstuhl abstürzt und die sterben. Wenn das Haus währenddessen brennt, dann ist eine Katastrophe. Frag 100 Leute auf der Straße, welches Bild denen in den Kopf kommt, wenn man sagt Katastrophe. Das sind immer große, überwältigende Ereignisse, die man nicht kontrollieren kann oder von denen man keine Ahnung hat, wie man das jetzt irgendwie bewältigen soll. Das macht ja dieses Gefühl so schön. Das ist halt. Weiß gar nicht mehr, was wäre, du machen soll. Wenn aber Abwärts einer solcher ist, ist dann das Boot auch so eine Art Katastrophenfilm? Boot würde ich nicht als Katastrophenfilm bezeichnen. Also dafür ist es zu sehr Kriegsfilm oder dafür ist die Kriegsthematik zu groß. Aber jetzt trotzdem, wie ist das denn? Du hast hier in deiner Liste den Threats. Oh ja. Und ja. Gregor hat in seiner Liste noch Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123. Ja, das wird schwierig, die zu vergleichen. Ja, nein, doch. Es sind kleine Settings, oder? Oder ist Threats groß? Threats ist groß. Ja? Ja. Aber es konzentriert sich doch auf zwei Familien, wenn ich es richtig. Ja, aber du bist ständig, dadurch, dass es ja diesen Dokumentarstil hat und diese Chart-Einblendung, was gerade weltweit und auf dem Land und überall passiert, ne, sowas, dadurch wird das halt riesengroß. Und auch durch die Tatsache, dass das ja so weit in die Zukunft nachher geht. Ja, also es ist ja nicht nur wie bei, das ist ja das Besondere, nicht nur diese Härte und den Realismus und diesen plumpen Look, ne, das sieht aus wie ein Monty Python Sketch, dass du trotzdem, wie soll ich sagen, dass du halt trotzdem ein Gefühl für die ganze Welt bekommst, Bei Day After sind sie ja nur ein halbes Jahr in der Zukunft nach dem Angriff. Und hier gehst du halt über 10 Jahre in die Zukunft und es wird immer nur noch alles schlimmer. Ja, für diejenigen. Das ist eine andere Dimension halt. Dadurch ist wirklich, die Welt ist vorbei. Das kannst du am Ende einfach nur sagen. Es wird nichts besser. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist ein BBC-Film, ne? Über zwei, also vor allem konzentriert auf zwei Familien, wenn ich es richtig mitbekommen habe, und eben halt
auf einen Nuklearangriff auf England und wie diese Familien und was danach passiert, wie die halt überleben. Genau, und, genau. Wie sie sich mit dem Fallout ja auseinandersetzen müssen. Also es gibt auch noch, wie gesagt, um das nochmal, weil du so fragtest, ist das größer, du bist auch noch bei Beamten in so einem Bunker, okay, die alles organisieren sollen und du bist noch hier und du bist da. Also es ist schon ein bisschen größer und du hast das Gefühl, naja, das ist halt England nach dem Krieg irgendwann. Und nicht nur eine Straße mit einer Familie nach dem Krieg. Ja, okay, dann würde ich aber das vielleicht... Das war übrigens eine echte Bombe, ja, die da gleich zu sehen ist. Und die Leute hatten wirklich Angst. Pass auf. Eine echte Bombe? Ja. Die haben wirklich eine Bombe hochgejagt. Er geht kacken, genau. Die Bombe hier. Okay. Und es gab, glaube ich, Alarm und die Bombe ist hochgegangen. Und der Woolworth. Und dann haben sie gefilmt und die Leute wussten gar nicht, auf der Straße wussten nicht, was los ist. Also, aber du kannst natürlich gerade so eine Atomgeschichte, da wirst du wahrscheinlich noch nachher drauf eingehen, Daniel, in verschiedenen Größenordnungen erzählen. Mhm. Der Day After ist nochmal ein bisschen ein anderes Ding. Ihr kennt ja auch bestimmt den Zeichentrickfilm mit dem alten Ehepaar. Wenn der Wind weht oder sowas. Der natürlich auch genau diese Thematik annimmt, mhm, aber das sehr, sehr reduziert auf dieses eine Ehepaar dann setzt und den fand ich so herzerreißend auch als Kind. Ja. Den habe ich jetzt extra hier nicht mit reingetan, weil es so ein bisschen an Katastrophenfilm vorbeigeht. Aber das ist zum Beispiel auch einer der emotionalsten Filme für mich. Total. Und ja, dann war Threads vielleicht das falsche Beispiel, aber dann würde ich vielleicht auch noch anhand von Gregors Liste einen Film nennen. Ja, und das ist auch schwierig. Wo man halt der ist wahrscheinlich der größte von allen, die wir hier so haben. Weil er halt im All spielt, aber er ist doch konzentriert auf sehr kleine und wenige Settings. Der modernste wahrscheinlich, ja, den ich gewählt habe. Fast, ja, genau. Das ist nämlich Gravity. Also ich denke jetzt gerade, ob das Katastrophenfilm ist. Natürlich ist es ein Katastrophenfilm, aber auch sehr klein. Ne? Genau, ein kleiner Katastrophenfilm. Ja. Also ich glaube, kleine Katastrophenfilme sind schon machbar. Ja. Ich glaube, wenn die Raumstation am Ende noch auf die Erde gestürzt worden wäre und wir hätten irgendwie 3-4 Momente gehabt, wo Leute auf der Erde in ihren Häusern irgendwie, was hier passiert? Ach so, ja. In ihren Häusern verletzt werden. Das war werden, die Weite des Alters. Dann wäre das, was wir zeigen dürfen. Dann wäre es vom Gefühl ein richtiger Katastrophenfilm. So ist es für mich ein, wie nennt man das? Also, Für mich bedient jetzt Thriller. Zumindest die Thriller kannst du natürlich auch da im Grunde dazu sagen. Also meine Liste ist ein bisschen, nennen wir es mal esoterischer, ne? Wo ich gesagt habe, welche Sachen kann ich verknüpfen. Nein, es geht ja nur um dich. Ne? Es geht ja nur um deine Meinung. Und bei Gravity, ich glaube, da kommt einerseits, da habe ich jetzt keine Größe oder sowas vermisst, sondern die hatte ich durch das Bildspektakel, durch die Gewalt, ne? Alleine, dass du sowas auch mal im Weltraum hast, was da an enormer Action abgeht. Ich hatte ihn jetzt nicht, glaube ich, damals in 3D gesehen, das war ja auch so eine Geschichte, die nochmal mit dazu der kam. Der hat richtig geknallt in 3D. No? Also ich habe den in normal nur sehen können sozusagen, aber der hat auch schon ganz gut funktioniert. Wenn die eine Figur, an der das dranhängt, mit der du da durchleidest, deren Schicksal, wenn du dich mit der identifizieren kannst, wenn deren Schicksal nicht egal ist. Und das hat für mich funktioniert mit Sandra Bullock. Und sie haben ja zumindest dieses erzählerische Stilmittel noch mal genommen, dass sie mit George Clooney oder ja. Brad Pitt, George Clooney war es, ne? Als erzählerisches Mittel, dass sie nicht ganz alleine oder sowas dann da ist, dass du noch mal ein bisschen mehr was hast, wo du dich da dranhängen kannst. Das ist auch ganz gut, dass sie ihn kurz zurückbringen, so ja, als Gag. Ja. Hat aber beides für mich ineinander gegriffen, ne? Und ich war wirklich super, also ich bin da richtig an der Ecke von der Couch gesessen. Natürlich, ne? Natürlich. Im Kinosessel. Der ist leider nicht mehr so gut, wenn man ihn auf dem Fernseher sieht, habe ich so das Gefühl gehabt, ja, die letzten Male. Aber es ist trotzdem ein Bombenfilm. Ich musste mich dran erinnern zu atmen. Ich habe am Anfang echt die Luft angehalten, so, weil ich irgendwie, ja, wenn die Einschläge auf diese Station da passieren und er weggeschleudert wird und Sandra Bullock auch weggeschleudert wird, mhm, ich habe nur gedacht, Alter, was machst du jetzt? Vor allem alles One-Take, ne? Ja. Also Fake. Ja, aber ist egal. One-Take. Nee, aber was heißt egal? Das verstärkt ja die Wirkung, weil du gerade sagtest, du wolltest nicht atmen. Genau. Das ist auch etwas. Das baut einen Druck auf, wenn ja, du nicht merkst, dass ein Schnitt kommt und woanders hinkommst, baut es einen Druck auf. Ja. Also nicht nur, ich hatte weniger solche Gefühle im Kino, also die dich wirklich so intensiv mitgenommen haben. Das andere, was mir hängen geblieben ist, war jetzt kein Katastrophenfilm per se, aber das war die Docking-Sequenz bei Interstellar. Mhm. Ne? Einfach diese 3-4 Minuten, ich war so reingepresst. Und die Mucke vor allem. Das beste Arbeit. Ist auch eine geile Sequenz. Ich gucke mir mittlerweile den auch hin und wieder. Mhm. Also ich glaube, alle halbe Jahr habe ich jetzt bemerkt, dass ich den gucke. Aber ja, wenn ich das so packen kann, das hat bei Gravity bei mir ganz funktioniert. Und da kam eben Spektakel als auch investiert sein in die Figur für mich zusammen. Deshalb habe ich ihn hier als Katastrophenfilm für mich auch gesehen. Interstellar wäre auch ein Katastrophenfilm, wenn die erste Hälfte oder die erste Stunde
quasi diese ganze Situation auf der Erde ein bisschen weiter ausgeführt worden wäre. Wie schlimm und das wirklich. Wenn du ein bisschen mehr Verfall von der Erde gesehen hättest. Und ein bisschen von den anderen Leuten auch noch. Ja, ja. Mhm. Ja. Aber wie passt denn dann die Todesfahrt der Pelham? Pelham. Pelham. Ja, ist im Grunde, also ja. Moment, das ist auch du, oder was? Das bin ich, ja. Das ist, du machst so ein bisschen den du willst so ein bisschen hier so ein bisschen Konträristen aus sein. Ich meine den 70er, ne? Ich meine nicht die Neuauflage. Ja, ja, es ne? ist ja der 70er. Es gibt ja auch die Denzel Washington, glaube ich, gegen John Travolta, ist die Neuauflage. Genau. Oder so. Und den das ist natürlich das Tony Scott. Tony Scott, ja. Wobei, ich glaube, merkwürdigerweise, ich glaube, der hat ein bisschen mehr geknallt aus den 70ern als der neuere, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das ist natürlich mehr so eine Art Thriller. Ne? Geht dann um, nennen wir es mal, die Entführung einer U-Bahn. Ja, immer im Kontakt mit den Leuten bei der Polizei. Walter Matthau spielt den Polizisten. Ach echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Und der legendärsten Endsequenz. Ja, die eines der besten Enden. Ist das das Ding, wo das dann in den Bahnhof fährt? Und Take so? It, taking in Pelham. Schieß mich tot. Hier ist The Taking of Pelham 1-2-3. Und es ist mehr dann so ein Thriller eben, ne? So das Austauschen die Leute drohen damit, die Bahn entgleisen zu lassen. Da sind Leute im Zug drin, mhm. wenn nicht deren Sachen erfüllt werden. Es ist immer so dieses Hin und Her. Walter Matthau versucht herauszufinden, wer dahinter steht. Und ja, du hast nicht das klassische Katastrophenfilm, reine Spektakel, wo immer boom, 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 immer was abgeht. Aber natürlich, du hast immer diese permanente Anspannung. Vielleicht kann man es mit dem, ich dachte ganz kurz drüber nach, vielleicht auch sowas wie Speed mit reinzunehmen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich klingt das eher so wie ein Stirb langsam 3 oder 2. Es hat so ein bisschen Elemente von so einem Film wie Speed, wo eine gewisse Gruppe von Leuten dann eben in einem lokalisierten Raum ist und dann viel nochmal drumherum dann passiert. Mhm. Das hast du bei Speed ja auch gehabt. Allerdings, ich fand das hier als Film so stark und von der Charakterisierung und vor allem, wie das aufgelöst wird am Ende, weil es auch eines meiner Lieblingsenden immer noch, dass ich den Film immer sehr gerne geguckt habe und er hat eben ein Element eines Katastrophenfilms, nennen wir es mal so. Ich bin okay damit, wenn ihr es auch nicht als Katastrophenfilm anseht. Ich kann deinen Ansatz vollkommen nachvollziehen, klar. Ja. Speed ist aber auch ein geiler Film. Natürlich. Best Action Movie of the 90s. Auch wenn der Hüpfer nicht so 100% überzeugt, immer noch. Ja. Ja, ich habe da auch so einen ähnlich fragwürdigen Kandidaten. Jerry Stiller. Zwei sogar. Das hören. Ja, aber hier, ich mag den auch. Also hier, und vor allem, wer den Film noch nicht gesehen hat, achte mal drauf, wie die Gangster oder die Entführer sich untereinander nennen mit ihren Codenamen. Da wird sich auch ein gewisser Herr Tarantino dran orientiert haben. Echt? Ja, die nennen sich ja Green. Green, ach so. Green, White, glaube ich. Da bin ich mir ganz sicher, dass das Brown. Und 100% ja, das ist Blue. Genau, Robert Shaw ist Mr. Blue. Ja. Ach was, das habe ich gar nicht mehr in der Norm. Okay, aber hau auf. Also, ich habe zum einen Der Flug des Phönix. Und da war es mir egal, ob ich jetzt das Original oder das Remake nehme. Ich finde beide geil. Das war, wo die in der Wüste dann landen. Oder? Genau, das ist ein Flugzeugabsturz in der Wüste. Da hast du den falschen Film gewählt. Wieso? Dann hältst du eher den Film mit dem Flugzeugabsturz in den Anden, Überleben. Nehmen. Überleben? Warum denn? Weil das fucking Überlebensfilm ist, wo es um sterbende Menschen geht, die überleben wollen. Ja, aber die wollen auch überleben. Die sind alle cool und locker und witzig. Ist da nicht sogar hier unser Mann aus Deutschland dabei? Hardy Krüger. Hardy Krüger ist auch dabei, ne? Ja. Im Remake gespielt. Oh, ich fand ihn immer gut. Im Remake gespielt von Giovanni Ribisi. Ja, wir sehen jetzt hier das Remake mit Dennis Quaid, glaube ich. Ja. War es aber nicht so, also es weiß gar nicht, ob ich den überhaupt im Remake dann geschaut habe. Ist die Sequenz nicht nur am Anfang eher und dann geht es mehr in der Wüste dann? Genau, und dann müssen sie halt überleben. Ja. Also sie versuchen bauen sich halt wieder wieder ein Flugzeug, ja. Okay. Also im Original, wie im Remake, stürzt halt ein Transportflugzeug in der Wüste ab. Viele Leute sterben dabei und es gibt ein paar Überlebende und die müssen jetzt halt versuchen, mit Hilfe eines deutschen Ingenieurs ein Flugzeug zu bauen, um eben aus dieser Wüste rauszukommen. Denn sie sterben. Sie haben kein Wasser mehr und es ist alles heiß und keiner hat mitbekommen, wo sie abgestürzt sind. Deswegen, und ich mag, wie gesagt, das Original von Aldrich ist unübertroffen, aber ich mag auch das Remake. Ich mag das Remake. Kann man das machen? Ja, das ist, ey. Ich mag das Original super gern, aber ich habe mich deswegen wahrscheinlich auch nie. Oh, aber schau dir das an. Wann war denn das? 2003 oder so? 2004, will ich sagen, ne? Oder? Ja, können sowas nennen. Irgendwie sowas. Krass, wie jung die sind. Da hatte Quaid noch Bauchmuskeln. Total. Ja. Jo, schlag ein. 2004. 2004. 2004. Bei Giovanni Ribisi mit blondierten Haaren ist auch interessant. Also, ich gehe mit. Es ist vielleicht mehr ein Abenteuerfilm. Es ist definitiv ein Abenteuerfilm. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Flugzeugabsturz und sie müssen sich halt versuchen, gemeinsam aus der Scheiße zu retten. Hat für mich trotzdem einen Katastrophenaspekt. Du magst den lieber als Überleben.
Was überleben ist. Überleg mal. Es ist ein anderer. Es ist ein komplett anderer. Ich würde jetzt nicht behaupten, das ist der bessere Film. Aber Überleben ist ein Drama und ist so echt auch niederschmetternd und fies. Ja, was denn? Da würde ich, ja, würd ich aber sagen, wenn wir bei Flugzeugen sind, du könntest natürlich auch sowas nehmen, wenn es um eine ganz krasse Situation geht, das Ding mit Tom Hanks auf dem Kopf. Aber du hast auch noch das mit Denzel Washington. Die ganze noch mal dazu. Die Absturzsequenz, aber der Hammer. Natürlich, wenn es um Flugzeuge geht, da bin ich tatsächlich wieder ganz aktuell. Du musst natürlich die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Dann mit dem, dass nicht nur eine Parodie auf einen 50er-Jahre-Film gewesen ist, den sie fast Stück für Stück remaked haben, aber alles auf lustig, dann gemacht haben. Aber ich habe diesen Film, glaube ich, mehrere Dutzend, vielleicht hunderte Male gesehen. Ich kann mich immer noch scheckig drüber lachen. Aber ist das, ist das ein Katastrophenfilm? Absolut. Eine unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug? Dann müsstest du aber Katastrophen-Comedy sagen. Ja. Weil ich muss aber zugeben, ich habe bei manchen richtigen Katastrophenfilmen noch mehr gelacht. Hallo, Roland Emmerich. Natürlich, das ist gar keine Frage. Nein, aber der ist natürlich auf Comedy angelegt, aber hat natürlich diese ganze ernsthafte Ader der Katastrophenfilme, die bis in die 70er reingereicht hat, da nochmal richtig durch den Kakao gezogen und hat natürlich auch sein ganz eigenes Genre der Katastrophencomedy. Deswegen war der auch so erfolgreich damals. Dann gefunden, ja. Weil ich meine, wenn du 10 Jahre so viele Katastrophenfilme gesehen hast, klar, dann vor allem die ganzen Zeit halt mal eben die ganzen Airport-Filme, ne? Ja. Airport 80, die Concorde. Starflight One ist auch. Nee, Capricorn One war ein anderer. Starflight One, wo die im Weltraum gelandet sind. Capricorn One ist einer meiner Lieblingsfilme. Sei ganz vorsichtig, was du jetzt sagst. Das ist das, wo diese Fake-Mars-Landung. Ja. Ich dachte an den anderen gerade, aber du hast recht. An den The Majors dachte ich hauptsächlich. Ja. Der war auch gut. Der ist auch eine Katastrophe in dem Film. Okay, und ein anderer Katastrophenfilm, wo ich dich noch gefragt habe, könnte das ein Katastrophenfilm sein, war Backdraft. Den habe ich mit meinem. Ja, ist schon. Ich konnte mich nicht gut genug dran erinnern, um zu sagen, dass ich ihn in meine Top-Liste aufnehme, aber der war überall präsent damals. Ne? Natürlich mit der Gruppe der Feuerwehrmänner und da wurde einem endlich auch das Prinzip des Backdraft erklärt. Ja? Nicht einfach die Tür aufmachen, weil dann saugt die Luft, der Sauerstoff, das Feuer raus. Genau. Aber würde ich schon mit dazu zählen. Ich weiß noch, wie wir damals vor der Entscheidung standen. Gucken wir uns den Film im Kino an oder den Robin Hood mit Kevin Costner? Und da hast du hoffentlich den genommen. Und ich meinte noch so, ja, ich habe eigentlich schon Bock hier mit den ganzen Effekten dabei, Robin Hood mit dem Pfeil und so weiter. Und dann meinte noch irgendjemand ganz clever, naja, aber komm, ey, wenn du jetzt irgendwie Effekte sehen willst, dann musst du doch eigentlich Backdraft gucken. Und dann sind wir Gott sei Dank in Backdraft gegangen. den ich wirklich, ich fand den richtig gut. Der ist auch super gut. Die harten Feuerwehrmänner. Mhm. Ja. Aber der funktioniert, ja. Aber alle noch dabei. Müsstest du jetzt gleich die Überleitung zu dem modernen Backdraft machen. Ja, dann könnte ich jetzt auch noch einen weiteren Film machen, den ich mit in meine Katastrophenfilmliste gepackt habe. Nur das Ding ist ja, hier geht's ja um die Jagd nach einem Brandstifter. Da ist er. Ja. Und deswegen war ich mir so ein bisschen unsicher, ob man, ich meine, De Niro noch, ne, mit drin. Das habe ich ganz vergessen. De Niro ist De Niro der De Niro ist dieser Brandermittler, dem sich dann der Baldwin-Bruder hier anschließt, nachdem er aus der Einheit von seinem Bruder geflogen ist, beziehungsweise Billy oder William? Das ist William, ja. William. Das ist William. Rebecca De Mornay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, das wäre Tracy Lords. Hätte gepasst zeitlich da, als sie versucht hat, Filme zu drehen. Aber der hat halt wirklich ein paar echt geile Brandeinsätze. So, der ist halt auch sehr hochwertig produziert. Ja. Wer hat die Regie gemacht? Ron Howard. Ron Howard. Habe ich auch gerade überraschend festgestellt. Ron Howard. Der Mann, der alles machen kann. Aber der kann ja Qualität abliefern. Er hat keinen eigenen Stil, aber er ist ein perfekter Auftragsarbeiter. So, den setzt du das hin und dann macht er das fertig. Und er fühlt sich da auch immer ganz gut rein. Ja. Und wenn ihr mal neugierig seid, guckt euch mal seine Masterclass an. Ja, das ist super interessant, weil er nicht da sitzt, so wie Scorsese oder so, und einfach nur erzählt, oh, ich hatte die Träume, das bababab, ne, was ich auch toll finde, aber der sitzt da und sagt so, was machen wir jetzt? Jetzt arbeiten wir mal mit den Darstellern. So, wie lösen wir das auf? Spielen wir das mal vorne, Nee, stell ich mal, wie machen wir das da? Okay, wie machen wir das mit der Kamera? Kameramann steht immer die ganze Zeit dabei. Okay, wie wäre sowas? Und dann nochmal viel. Das ist alles so in the flow, die Szene ausarbeiten. So. Das ist super interessant. Masterclass. Ein bisschen. Das kannst du aber, glaube ich, nicht immer machen. Da musst du auch schon wirklich. Ich glaube, das ist sein Stil zu arbeiten. Komplett sicher sein. Ja. Und dann habe ich noch einen mit in die Liste genommen, wo ich sage, das ist für mich ein echt schöner, moderner Katastrophenfilm, der auch wirklich reinhaut und der auch, das verdichtet die Katastrophe auf eine Location, aber in dieser Location so einen Terror auslöst,
dass ich halt nur da drin saß und wieder, wie schon ein, zweimal bei seinen Filmen, so inmitten dieses Films einfach vergessen habe, dass ich jetzt diesen Film gucke, sondern halt in dieser Katastrophe war. So muss es sein. Das ist Deepwater Horizon von Peter Berg. Ach ja, den mochtest du so gern. Ja, mit Mark Wahlberg. Die Bohrinsel also, ist es, oder? Hä? Ist das die Bohrinsel? Das ist die Bohrinsel, genau. Ja, ja. Das ist, ja, riesengroße Umweltkatastrophe, auch noch ein mega Stress für, beziehungsweise mega Konsequenzen dann für, ich weiß nicht, welche, war das Shell oder einer der anderen großen Erdölkonzerne? Ich weiß nicht, war das Shell oder? Auf jeden Fall gab es da halt echt viel Konsequenzen für die. Mark Wahlberg, wieder der All-American-Guy, der irgendwie als Arbeiter da auf die... Peter Berg betritt, glaube ich, alles mit Mark Wahlberg. Ja, aber genau wie bei Lone Survivor schafft's auch hier Peter Berg. Mark Wahlberg ist egal. Peter Berg ist egal. Die Action, wenn das da losgeht... Ach Gott, was ist das? Stell dir vor, ist der gleiche Charakter wie aus Backdraft. Ne? Die ganze... Wenn die Action erstmal losgeht und wenn da wirklich die Hölle ausbricht auf dieser Bohrinsel, ich finde das so gut gemacht. Hast du nicht das Gefühl gehabt, dass es zu sehr CGI oder dass es als solches erkennbar war? Nee? Nö. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Oder? Das fand ich jetzt im Rahmen des Realen und Digitalen, fand ich das... Hat das ich finde trotzdem sein Peter Berg's besser ist immer noch Boston, finde ich. Oh. Oder wie gesagt, ich mag Original Patriot. Wer ist der im Original? Patriot's Day, glaube ich. Patriot's Day, ja. Super Film. Ja. Nicht, so. Nicht Battleship. Guck mal, wenn du den nicht kennst, wenn du Boston nicht kennst, guck dir mal Boston an. Ich hab den, glaube ich, nicht gesehen. Wir haben es komplett vermieden, über Armageddon zu sprechen. Nein, das machen wir jetzt noch. Gut, dann das bin ich ganz still. Weil aber jetzt bohren wir erstmal. Nur, wo die schon in die Erde gebohrt haben, da muss Gregor jetzt noch mal ein bisschen weiter bohren, nämlich bis zum Erdkern. Gregor. Den hast du mitgenommen, oder? Es ist ein, ich sag nochmal, bevor du den Namen nennst, es ist ein absoluter Scheißfilm und ich habe mich so schäckig gelacht dabei. Wie viel brauchen Sie? 5 Milliarden bekommen Sie. Wie viel Zeit brauchen Sie? The Core! The Core! Aus dem Jahr 2003, will ich jetzt sagen. Ja, komm, der ist sogar älter. Was war die Geschichte, die Rotation der Erde hört auf? Nee, der Kern. Der Kern. Deswegen wollen sie da mit Atombomben den Kern wieder anschmeißen. Der Kern kühlt ab der Erde und alles ist scheiße. Das heißt, wir bohren uns in einem hitzebeständigen Schiff in den Kern rein und zünden dort Bomben, um die Erde wieder in Gang zu bringen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt. Da kommt alles zusammen. Abstruses Konzept, das können dumme Ideen, absolute Sachen, die dann passieren, sobald sie einmal drin sind und Effektspektakel ohne Ende. Und die Effekte machen noch nicht mal Sinn, aber es sieht trotzdem cool aus, weil du guckst ja immer von außen in dieses Schlangenschiff oder was auch immer das ist. Ich weiß nicht, wo dann, also bei dem kann ich sehr viel Spaß haben, bei 2012 zum Beispiel nicht. Ne? Ja, interessant. Ja? Ja, ja, gut. Es gibt so Filme, da stört es einen zu sehr. Da ist die Szene. Wie viel brauchen sie? Wie lange? Ja. Ja, ja. Kriegen sie. Kriegen sie. Aber wie bei dem... Bei 2012 hast du keinen Spaß. Nee, nicht wirklich, muss ich aber sagen. Die Schauwerte sind bei 2012. Ja, die Schauwerte sind natürlich bei 2012 um einiges höher. Nicht nur durch die Jahre, sondern einfach Emmerich weiß schon, wie man Spektakel macht. Aber es ist wahrscheinlich Roland Emmerich. Ne? Seine Art des Storytelling, seine Charakterisierung. Ja. Irgendwie ist das alles hanebüchener Schwachsinn für mich. Stell mal vor, er hätte den hier gedreht. Wie viel schlimmer der noch jetzt wäre. Wahrscheinlich. Aber das ist auch ein Film, das ist ganz komisch. Der läuft so gefühlt alle 6 Monate auf Sat.1 oder Pro7 oder so, ne? So, den hauen sie immer wieder raus. Also es scheint Leute zu geben, die sich den immer wieder... Ja. Mankind's greatest threat. Ich nenn's mal, also das ist wirklich für mich der Inbegriff von Guilty Pleasure. Ja. Da haben wir gerade wieder eine Einstellung von außen, obwohl das Ding sich durch den Boden bohrt. Aber naja, egal. Macht überhaupt keinen Sinn. Ach, da kommen auch noch diese Blitze, die dann die Häuser zerstören. Ach, ja. Ja. Natürlich. Das ist eigentlich ein Emmerich-Film, wenn ich mir hier die Ausschnitte angucke, oder? Vom Schwachsinn her. Die Figuren sind aber auch wirklich teilweise so dämlich, ja. Ich meine, allein die Figur von Stanley Tucci, die ist so anstrengend und nervig und nur scheiße. Der behindert. Das ist für mich... Tucci. Das ist für mich, sag ich mal... Der Inbegriff des Standardbösewichts. Ja, und halt auch das absolut unbrauchbaren Volldeppen. Wenn so ganz normale Leute irgendwie in einem Supermarkt eingefärscht sind, weil draußen der Monsternebel herrscht oder weil Erdbeben irgendwie oder das Schiff umgekippt ist oder Erdbeben draußen toben. Und du hast da irgendwie einen einfachen Typen, der halt jetzt die Gelegenheit hat, eigentlich mal auszuticken, weil keiner da ist, der auf ihn aufpasst. Fein. Aber ein Typ,
der extra für eine Menge Kohle da runtergeschickt wird, damit er genau das macht, seinen Job, ja, für den er wirklich, mit dem er den ganzen Film über angibt, der sagt ja die ganze Zeit im Film, was er für ein geiler Typ ist, beziehungsweise für großartige Sachen schon erforscht hat und sonst was, ja. Und der dann am Ende so viel Scheiße baut. Wie im echten Leben. Na. Wie bei Prometheus. Ja, okay, na. Gut. Wobei, wie bei Prometheus. Biologe, der Geologe und der Biologe bei Prometheus. Aber ich wollte sagen, der Film war ja auch eine Katastrophe. Ja, muss aber man ich finde ihn ja mittlerweile ganz gut. Ich weiß auch nicht. Du bist alt. Ich bin ja dafür extra nach Holland gefahren. Hab mir den allein in Holland. Nach LV426 bist du gefahren. Ja, sozusagen. Aber jetzt frage ich mich, du hast The Core genommen. Ja. Ja? Weißt du, aber ich habe Punkte. Warum hast du nicht Sunshine genommen? Ich mag Sunshine auch sehr gerne, trotz des Endes. Da haben wir, glaube ich, auch im Schocktober ausführlich drüber diskutiert. Ja, ja. Also ich finde einfach, der ist wirklich bildgewaltig, der hat auch wirklich einen guten Spannungsaufbau. Und Stil auch. Und Stil. Ich weiß nicht, ob ich den habe ich zumindest nicht so direkt als Katastrophenfilm gesehen. Obwohl, so es geht klingt. Ja, es geht ja. Du kannst direkt die Sonne lassen. Wieder ankurbeln. Ja, also sie wollen ja genau das Gleiche wie hier mit dem Erdkern, sie wollen die Sonne wieder anschmeißen. Der war mir vielleicht nicht dumm genug als Guilty Pleasure. Ne? Das muss ich sagen. Also es gibt andere Filme von Danny Boyle, die ich viel weniger mag. Aber mit Sunshine hatte ich... Sunshine ist ein guter Film. Sunshine ist ein guter Film. Das Ende, da kann man drüber diskutieren. Aber ich verstehe deinen Einwand, ne? Also du hast natürlich... Was ist Einwand? Also es ist ja kein Einwand. Deine Anmerkung, nennen wir es so. Ja. So, und jetzt haben wir gebohrt bis in den Erdkern. Jetzt haben wir gebohrt auf Öl. Jetzt müssen wir natürlich zum großen Meteoritenduell. Oder jetzt kommen wir zum Meteorfinale. Ja. Wir haben direkt mehrere Meteorfilme. Da gibt es eine ganze Menge. Irgendwann, nachdem, okay, machen wir mal den ältesten, ja, Meteor. Habe ich gestern gesehen. Von 1979 mit Sean Connery in der Hauptrolle. Auch ein Film, der einen sehr großen Cast hat. Ja. Natalie Wood und Herr Fonda in einer ihrer letzten Rollen. Eine ihrer letzten Rollen gewesen. Karl Malden, ja. Das ist übrigens die einzige Einstellung, die gut aussieht im ganzen Film. Was mit der zerstörten U-Bahn? Ich habe mich nämlich nach dem Film damit beschäftigt, und herauszufinden, was da schiefgelaufen ist, weil es gibt diverse. Alter, was geht das hier eigentlich gerade? Ist das ein Noé-Film? So sieht es ein Meteor aus, wenn der explodiert. Ja, das ist auch total lächerlich. Egal, die hatten kein Geld für die Effekte mehr. Die haben das einer Firma gegeben, die Effekte. Und waren dann mit dem Ergebnis unzufrieden, haben die Ergebnisse abgelehnt. Hatten dann kaum noch Geld und sind zu einer neuen Firma gegangen, haben gesagt, hier, versuchst du das nochmal. Und das kam dann dabei raus. Da sind ein paar Bilder, die echt cool aussehen. Aber da gibt es zum Beispiel endlose Bilder von diesen Raketen, diesen Abwehrraketen, die dann auf den Meteor zufliegen, ja? Mhm. Und das sind erstens ist immer die gleichen, so wie ich früher bei Battlestar Galactica, wo immer die gleichen Anflüge. So, aber nicht nur das. Die haben Folgendes gemacht und ich unglaublich. Ich meine, der Film ist von 1979. Zu der Zeit wurde Empire Strikes Back gedreht, ja. Die haben Folgendes gemacht. Die haben die Raketen einzeln aufgenommen, immer von der Rückprojektion. Also ansonsten, ne, das sind die einzig geilen Bilder da gerade. Die haben echt alles da reingepackt, was halbwegs brauchbar ist. Aber da siehst du es schon halbwegs, das war auch so eine Rückprojektion. Und diese ist hier, wie peinlich sieht denn das aus, Alter, vor dem Hintergrund. So, und dann fliegen die Raketen los. Und die fliegen dann nachher so in, in, wie nennt sich das? Parallelflug? Sinngemäß im Parallelflug, genau. Hoffentlich sehen wir das gleich. Und die haben Folgendes gemacht, die haben die zusammengebaut aus einzelnen Schüssen. Ne, die haben, weil sie wahrscheinlich nicht so viele Modelle hatten. Da haben sie es mal hier genommen, da haben sie es so genommen, so, und dann sah das halt aus, als würden die nebeneinander fliegen. Aber die haben jeden einzelnen so beleuchtet, dass er am besten aussieht. Das heißt, der linke ist von links beleuchtet, der untere ist von unten beleuchtet, der rechte ist von rechts beleuchtet. Ey, du sitzt da so. Von den 12 Sonnen gehört. Und das wiederholen die. Ich glaube, der ganze Finale dauert, glaube ich, gefühlt 20. Das ist der einzig gute Moment hier im ganzen Film übrigens. Da gibt es eine Sequenz mit dem Tsunami in Asien. Das ist in Österreich. Da gibt es eine Sequenz in Asien mit dem Tsunami und das ist richtig beeindruckend. Aber der Rest, das ist auch nochmal ein halbwegs guter Schuss, der Rest ist wirklich nicht zu gebrauchen. Und nachher haben sie sogar Folgendes gemacht, der Meteor kommt da so angeflogen, ne, so trudelig und dreht sich, ne? Dann haben sie einfach den da hingestellt und haben die Kamera gedreht, sodass sich die Schatten gar nicht bewegen. Ey, du glaubst es nicht, du glaubst es nicht. Das ist gar nicht ein Film. Ah doch, das ist ein Film. Da
Das ist eine der letzten wenigen Bilder, an die ich mich noch erinnern kann. Das ist der einzige Schuss, der totale vom Central Park. Ja, im Fernsehen gesehen und dann weiß ich noch, dass die Endeinstellung, wenn du halt siehst, wie diese Meteor-Zerstörungs- oder Vernichtungsspur durch die Stadt gezogen wird. Mhm. Ja, war nie so das Ding, was mich groß begeistert hat. Ja, der funktioniert auch nicht. Der erreicht nicht seine Wirkung. Der ist nicht unterhaltsam, der ist eher langweilig. Ich fand den auch eher langweilig, ja. Der ist langweilig. Schon damals als Kind. Was ist interessant, also nach der Industrial Light and Magic Masterclass jetzt erstmal hier. Ich fand den als Kind, wahrscheinlich, weil ich auch Sci-Fi-Fan eben bin, ich habe den immer ganz gern geguckt, muss ich sagen. Ich habe ihn vor ein paar Jahren nochmal nachgeholt und klar, man kann sich über die Effekte dann noch nöcher auslassen und auch zu Recht vollkommen. Vor allem dieser Mischmasch an Qualität. Aber sowas funktioniert bei mir. Ne? Und du hast Sean Connery gehabt. Das ist James Bond, verdammt nochmal. Der rettet die Welt vor Meteoren. Niemand will zuhören. Ja, aber das war nicht mehr Sean Connery, das war hier. Das war schon von Sean jemand anders. Das war Name der Rose, Sean Connery. Ja. Nee, das kann man nicht. Sogar, also lieber das als guck bloß nicht nach oben. Ja, aber den hat Andi tatsächlich auch in seiner. Ich kann verstehen, wenn du den nicht magst. Ich mag den aber. Andi hat tatsächlich Don't Look Up mit in seine Katastrophen. Ja, weil ich bin ja eigentlich der größte, also ich finde ja nach wie vor der schönste Meteorfilm ist Deep Impact. Und dieser, ich kann vollkommen verstehen, dass Menschen darauf vielleicht keinen Bock haben, diese ganze politische Satire da drin, die teils auch nicht besonders um die Ecke gedacht ist, sondern halt ziemlich auf die 12, ne? Ich hatte trotzdem immer Spaß damit. Und es gibt ja wenig Filme, bei denen. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch mal sagen, bei denen die Erde dann auch wirklich untergeht am Ende. Ja. Und dann sitzen sie da einfach gemütlich beim Abendessen und versuchen einfach nur über Belanglosigkeiten zu sprechen, während die tödliche Druckwelle ankommt. Ich fand das eigentlich ganz schön. Also den Endmoment fand ich auch schön, weil es war halt mal etwas, was man halt auch nicht so oft sieht. Und den Endmoment hast du auch noch nie gesehen. Ja, aber der war dann leider wieder ein bisschen Panne. So. Also das ist eine Satire. Ja. Ich meinte den Saurier, meinst du jetzt, ne? Ja, also Satire stehe ich das nicht. Für mich ist das eher Comedy. Ja. Okay. Aber so ein bisschen. Das ist Satire da. Das sehe ich noch irgendwo, beziehungsweise das akzeptiere ich noch als Satire, weil es halt auf uns niederschlägt so. Aber das am Ende, das war für mich halt einfach, ob das jetzt, also zu drüber. Aber ich fand's nicht schlimm. Ich fand's sehr überraschend. Mich hat's positiv überrascht. Ja. Aber ich mochte den Film jetzt auch nicht so, so wenig, dass ich da in diese ganzen Hasstiraden mit einstimmen möchte. Also ich fand den auch immer noch unterhaltsam. Hab ja, vor allem, die ganzen Leute verstehen ja nicht, dass jeder in diesem Film Scheiße baut. Auch Leo und J-Lo. Ja. Weißt du, das sind ja nicht, oh, das sind die Guten jetzt hier und alles, was sie sagen und machen, ist vernünftig, sondern die sind ja genauso blöd. Die flippen, laufen durch die Gegend und schreien, wir werden dann sterben. Kann sie auch nicht bringen. So, das heißt, jede Person, jede Perspektive ist halt völlig überspitzt und in die Größe gezogen. Und ich finde, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass das mal ein bisschen nervt oder dass die Leute gerade nach der ganzen Trump-Zeit sagen, ey, ich habe jetzt echt genug davon. Das muss mir nicht noch mal jemand irgendwie erklären. Und die ganze Metapher mit dem Klimawandel und so weiter. Aber ich finde, den kann man gut gucken. Ja. Ich finde, den kann man gut gucken. Ist nicht so gut wie Deep Impact natürlich. Ja, aber damit wären wir beim großen Duell der großen Meteoren. Das sind die kleinen Cracker, die. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher kam denn zuerst? Deep Impact kam zuerst. Der kam zuerst und ich glaube, der andere kam sogar ganze 6 Monate sogar später. Das kann durchaus sein. Aber das war zu der Zeit natürlich noch, oh, die kommen ja quasi gemeinsam raus, haben das gleiche Thema. Daniel, das die Konzept der Stiefzwillinge. Stiefzwillinge. Haben Gregor und ich schon mal einen ganzen Podcast drüber gemacht, über Filme, die ja irgendwie zeitgleich erscheinen oder die halt irgendwie kurz hintereinander erscheinen oder kurz hintereinander rausgebracht werden und irgendwie so ähnliche Themen haben. Gab's früher oft. Genau. Gab's früher oft. Wir haben den Begriff der Stiefzwillinge geprägt, den natürlich keiner benutzt hat, außer uns. Ja, Deep Impact, ne? Mit guck mal, ey. Das war der ernsthafte. Wir haben den Präsidenten, der alle 30 Minuten vor die Kamera sich stellt und sagt, ja, hat doch nicht funktioniert. Allein dafür mag ich das. Und ich liebe diesen ganzen Auftakt, obwohl ich sie als Schauspielerin überhaupt nicht leiden kann. Tia Leone konnte ich noch nie leiden, aber ist egal. Ich finde es in diesem Film irgendwie total cool, wie sie irgendwie versucht, da zu hustlen und irgendwie erfolgreich im Job zu sein. Oh, no. Und dann kommt sie auf diese Ellie-Geschichte und glaubt, dass der eine Herr aus der Regierung eine Affäre hat. Und am Ende ist es... Nein, ist alles ganz anders. Woher wissen Sie von Ellie? Wir reden von ELE. Extinction Level Event. So, ich mag ja sowas. Und ich finde die ganze Einschlagsequenz am Ende auch das hier. Guck mal, was das für ein Aufwand war mit den Autos da auf dieser Totalen da.
Wisst ihr, was ich meine? Dieser Highway, dieser volle Highway da am Ende. Ja für Computer guck dir das mal an, guck dir das mal an, guck da hin. Guck dir das mal an. Das ist unglaublich. Wann war das, 96? Nein, das war 98. Doch, 98? Ich hätte auch eher Mitte gedacht, aber ja. Na? Ja, ey, das war damals, glaube ich, die Glaubensentscheidung. Gehst in den Film rein, der erstmal eine Stunde Drama ist und irgendwie echt lange braucht, bis er dir einen Payoff gibt? Willst du einen glaubwürdigen oder willst du einen krawalligen, albernen Film haben? Ja. Mit Helden, die in Zeitlupe mit coolem Blick auf die Kamera zu gehen. Das kriegst du dann bei dem anderen Film. Hier kriegst du es halbwegs glaubwürdig und hier sterben auch fast alle. Und, Ja, aber diese Bunkergeschichte und auch das Ende, was? Wieso stellt sich mit Fadi da an den Strand und guckt sich die Tsunamiwelle an, wie sie anrauscht und die Eltern schicken ihr Kind und ihr eigenes Baby mit den eigenen Kindern los, weil der jetzt zufällig gerade ein Moped hat und sie stehen da und wissen, ja, jetzt werden wir sterben, okay, super, aber wir haben das Baby gerettet. Ich finde, das funktioniert alles. Ja. Aber ihr seid eher bei Armageddon, ja? Ich habe Armageddon im Kino gehasst. Ich habe das unerträglich empfunden damals. Ich habe es gehasst. Ein absoluter Scheißfilm. Grauenerin. Obwohl diese Bilder, ich meine, diese Bilder sind fett, ja? Da kann ich nichts sagen. Aber das ist so, da hat natürlich, Michael Bay hat auch vorher schon Filme gemacht, aber das ist der nicht Michael so Bayigste aller Michael Bay-Filme. Hat er vorher eigentlich eher Musik inzwischen. Ja, also so von wegen, ey, alles super stylisch, alle drei jedes Sekunden Bild. Ein Schnitt, überall Superstars mit dabei und natürlich Pathos. Wenig Sätze, aber alles kernige, knackige, coole Sprüche. Dabei war The Rock so gut. Aber gut. Ja. Ich hab den nie gesehen. The Rock? Jetzt geht's wieder los, ich weiß. Okay, lass uns nicht drüber reden. Ich hab The Rock nie gesehen. Ja. Ich weiß. Du sagst jedes Mal, lass uns den. Hast du gerade gesagt? Ja. Ja, siehst du? Du sagst jedes Mal, lass uns den. Ich hab das versucht. Wir gucken den mit Eddie im Audioflick. Nein, weißt du nicht, neulich saßen wir bei mir und ich hab gesagt, komm, lass mal Armageddon gucken. Wie lange haben wir geguckt? 6 Minuten. Armageddon, ja, aber The Rock. Ja, ich meine nur als Beispiel. Ich gucke mir Film an, denke irgendwann, nein, das geht nicht, ich kann das nicht gucken, mache ich aus. Und das ist einer davon. Ja. Armageddon. Armageddon. Und was The Rock hast du? Ist aber noch anders. Also The Rock ist noch nicht so exzessiv wie der. Ja, ja, aber ich habe mir den Anfang geguckt, das war schon auch schon so schlimm, ey. Ah, jetzt komm, ich ganz The vergessen Rock. Übrigens, ist ja The Rock an sich hat ja auch Katastrophenfilme gemacht. Skyscraper und San Andreas. Genau. Beide nicht gut. Ja, Skyscraper war halt San Andreas war auch, es ging schon. Als Guilty Pleasure, beziehungsweise als Trash, Hochglanz-Trash, kann man sich die erinnern. Gib mir mein Bein. Moment mal, hat Anna Nicole Smith nicht auch einen Film gemacht als Hauptdarstellerin mit dem Namen Skyscraper? Habe ich heute Morgen gelesen. Ja. Der als schlechtester Film aller Zeiten gilt. Okay. Noch eine. Weiß ich nicht. Aber ja, damals. Also Armageddon. Armageddon. Also, ich habe den Trailer von Dings gesehen, ich habe ein paar Stimmen gehört und irgendwie hat mich das nicht so angesprochen. Und deswegen bin ich dann in Armageddon rein. Und den fand ich am Ende, wenn auf diesen Meteoriten, ne, wenn sie dann auf den Meteoriten sind und immer noch ein Problem mehr dazu kommt und dann gibt's noch Steve Buscemi, der noch plötzlich irgendwie so durchtickt. Tatsache. Was? Kannst du das als Poster irgendwann bei dir haben? Ey, Alvin, das brauchen wir bei der nächsten Billig oder Willig. Skyscraper Feature. Du musst näher zu dir, glaube ich, weil sonst ist es unscharf. Oder? Aber ein Bild mit Anna Nicole Smith kann doch nicht unscharf sein. Das ist wirklich gut. Obwohl, lass uns nicht so lästern. Die hat es, glaube ich, auch nicht so leicht gehabt, die Dame. Nee. Auf jeden Fall, das Cover müssen wir aber billig oder willig bearbeiten. Jo. Und für mich stand außer Frage, da gab es ja noch das Duell. Ich glaube, ich bin deswegen reingegangen, weil es ja eigentlich noch das Duell zwischen Armageddon und Godzilla gab von Emmerich. Weil da gab es ja immer dieses Size Does Matter und in Armageddon gibt es ja am Anfang die Szene, wo der Plastik-Godzilla, dieser aufblasbare, wo dem die Luft ausgeht, das war so eine direkte Anspielung auf diese Fehde. Ja, auf diese. Ach, den habe ich auch gehasst. Freundlich geführte Fehde. Und da wollte ich halt wissen, ob Armageddon wirklich dann der bessere Film ist. Und ja. Boah, das wird schwierig dann. Das wird echt schwierig, ja. Dann würde ich eher. Boah, ich wäre fast bei. Ich wäre fast bei Armageddon. Ich wäre fast bei Godzilla, ehrlich gesagt. Also, Godzilla habe ich auch 98, da bin ich auch aus dem Kino rausgegangen und gesagt: What the fuck war das? Ganz, ganz übel. Ja, ich weiß auch nicht, was mich schwerer getroffen hat. Also, Armageddon hat mich jetzt gegen Ende nur genervt. Ich war aber nicht investiert in Armageddon. Ja. Ich war Godzilla-Fan von Kindesbeinen an. Und das ist das es hat halt. Geschmerzt. Also, Godzilla hat mich halt auch als Godzilla-Fan echt geschmerzt. So, ja. Und Armageddon war halt einfach nur anstrengend. Und laut. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie gute Momente. Ich meine, letzten Endes, heutzutage würden 8 Millionen Memes darüber gemacht werden. Ne? Es sollte auf den dramatischen, großen Moment der Selbstaufopferung dann hinaus. Wir lieben alle Bruce Willis. Und er. Hey Aliens, ich bin hier!
Das war Independence Day. Ich weiß. Aber das war auch eine sehr dumme Szene. Da sagt er übrigens... Wir müssen den Virus hochladen. Er sagt übrigens... Genau, er sagt übrigens im Original, up yours, ne? Ja, gut. Ja, ja. Herr Maria, so. Ja, Pathos. Pathos und Bay. Damit wären wir auch fast durch. Echt? Ich werde die Listen von euch beiden und von meine werde ich unter die... Dann lass mich da nochmal eine Reihenfolge festlegen. Ja, wir haben nicht mal über Twister gesprochen, ey. Twister, ja, stimmt. Der Beste auf meiner Liste, meines Erachtens. Ja? Mein Liebling, ja. Ich hätte noch das Vulkan-Double-Feature, Dante's Peak und Volcano im Angebot, die ich mir jetzt beide auch gerade nochmal frisch reingezogen habe. Wieder so ein Phänomen. Also wieder zwei... Ja, relativ nah beieinander. Ja, das waren auch der Stiefzwilling. Ja, ja. Ich glaube, gleiches Jahr, glaube ich sogar. Innerhalb von ein paar Monaten, ja. Aber ich muss mich revidieren. Ich hatte bei Letterboxd Volcano besser bewertet als Dante's Peak. Ohohoho. Das musst du ändern. Und das ich nehme es zurück. Ändern. Also Volcano hat mir jetzt auch gerade in der neuen Sichtung nicht so gut gefallen. Den finde ich auch tricktechnisch deutlich schwächer. Weil da gerade, wenn die Hochhäuser umkippen und so, also meine Herren, sieht es teilweise furchtbar aus. Lava sieht auch nicht so richtig aus. Und die Lava sieht nicht so geil aus. Lava mal nicht. Letztendlich ist dieser Film dafür, dass es auch einen Vulkanausbruch darstellt, alles sehr klein gehalten. Das ist ja alles nur an der Straße da. Ja, genau, ja? Es ist eigentlich nur in dieser Straße da. Und dann habe ich mir halt nochmal Dante's Peak angeguckt. Und da muss ich aber sagen, Heidewitzka, der fängt erstens viel, viel düsterer an. Ja, die Frau kriegt da am Anfang ja direkt diesen Stein in den Kopf rein, so, ja, wo du dich fragst, Donaldson, wen willst du denn jetzt hier verschrecken, so. Und ja, der braucht da ein bisschen lang, um irgendwie loszulegen. Aber wenn der da loslegt, die Modellarbeit, wenn die Kleinstadt da zerfetzt wird, oder auch wenn diese Brücke mit den Autos zusammenkracht, ja, oder halt die Szene am Fluss. Ja, wenn die beiden Humvees und dieses Auto von der Vulkaneinheit da über diese Brücke fahren und dann die ganzen Wassermassen da runter. Das waren solche Modelle, ne? Die waren so groß, die Autos. Und das siehst du, also ich habe das damals nicht geschnallt, dass das Modelle waren. Das habe ich erst später erfahren. Mir ist gerade was ausgefallen. Wir haben einen Film vergessen. Was denn? Wir haben den schwedischen oder norwegischen Tsunami-Film vergessen. The Wave, ja. Ja, der war auch gut. Ja, ja, wir haben nicht alle. Aber, ja, ist mir nur gerade eingefallen. Aber ich muss sagen, Dante's Peak. Und ja, ich glaube, jeder Katastrophenfilm, ne? Wir hatten ja letztens noch diesen Film mit Angelina Jolie, They Want Me Dead, wo sie die Feuerbrandbekämpferin da in Montana spielt oder wo es auch immer war. Kenn ich nicht. Ich glaube, jeder Katastrophenfilm braucht mindestens so eine richtig dämliche Szene. Wie hattest du hier bei Dante's Peak, wo er halt in dem Säuresee... Ich wusste es. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, aber ey, es ist Quatsch. Also vor allem, was sie dann später noch erzählen, wenn die Oma dann da in das Wasser hüpft und irgendwie verschimmelt und keine Ahnung. Ja. Also das ist eher so eine Geisterbahn-Sequenz. Ja, und wo ich mich halt frage, warum ist sie da drin? Die brauchen sie nicht wirklich. Die brauchen es auch nicht. Du hast doch selber gerade gesagt, dass das so lange dauert. Die müssen ja zwischendurch immer schon ein bisschen anteasen, dass es schon rumort und dass es im Kommen ist. Und bei diesem They Want Me Dead hatten sie die Szene, wo sie über so ein Feld rennen, wo die Blitze dann einschlagen. Wo Angelina Jolie vor den Blitzen wegrennt. Herrlich. Ja. Vor Blitzen weglaufen. Das war eine Metapher. Sie läuft nämlich vor den Blitzen der Fotografen weg eigentlich. Deep Impact, Gregor. Deep Impact, das ist das ja. Was haben wir denn noch vergessen? The Day After habt ihr noch vergessen. Ja, aber wir haben ja natürlich über Atombedrohung oder sowas gesprochen. Yes. Ist natürlich einer, auch als Kind gesehen. Und also dieses, im sprichwörtlichen Sinne hat sich bei mir dieses Bild eingebrannt von dem Jogger, diese eine Szene, wo es dann diesen Supercut gibt. Das ist auch das Poster. Wo es diesen Supercut dann, wenn du entsprechend den Aufbau gehabt hast, wo die Atombomben da losgehen, na, und wo alle dann vaporisiert werden nacheinander. Ja, ich habe immer noch das Bild aus Erinnerung. Ich hatte den damals im Fernsehen gesehen. Das war ja bei uns auch so ein Fernseh-Event. Dieses Bild, wo sie da halt alle, das war glaube ich auch in dem Supercut zu sehen, alle aufgereiht, diese ganzen... In der Sporthalle. In der Sporthalle. Ja. Das ist auch der Money Shot. Ja, also da muss ich sagen, da musste ich richtig schlucken so. Und ich hab's dann irgendwie jetzt nochmal nachgelesen, fand ich ja krass, die haben den Film ja damals auch in Amerika ohne Werbung. Ja, das war auch ein richtiger Fernsehfilm. War ein bisschen Lehrgang auch. Für die Menschen. Ja. Was ist denn als eigentlich wirklich Atomkrieg? Ich glaube, der lief auch in den Schulen damals. Ich bin der Meinung, ich habe den sogar auch in der Schule früher gesehen. 80 Millionen Zuschauer hätten damals eigentlich. 80 Millionen. Ja. Nur in Amerika. Ja. Das war eben die Zeit, wo du tatsächlich mit dem Fernsehen noch so viele Leute erreichen kannst. War da nicht auch so das MASH-Finale? Ne? Also die TV-Serie MASH, die hat ja auch irgendwas um die Hälfte des Landes gehabt, die eingeschaltet hat. Aber trotzdem war bei Day After auch interessant, dass es diverse Regierungsorgane gab, die dagegen waren. Ja, die meinten natürlich, was soll denn das? Haben die Leute noch mehr Angst hier vor dem Atomkrieg?
muss das sein, den Leuten? Und das waren, die waren dann richtig aggressiv auch. Was soll das? Immer gegen unsere Verteidigung hier argumentieren und nur irgendwie den Menschen böse Gefühle einpflanzen und so. Nein, es ist einfach nur, zeig den Leuten mal, was wirklich passiert. Die Menschen haben keine Ahnung davon, wie es nach dem Atomkrieg aussieht. Und wie gesagt, der Erfter ist eher relativ harmlos im Umgang mit dem, was danach passiert. Das ist so ein Gefühl, da müssen wir einen halben Meter abkratzen von der Oberfläche und dann können wir wieder anbauen. Und die Sonne scheint wieder, was natürlich, wie wir alle wissen, völliger Blödsinn ist, weil die Verdunklung der Erde natürlich alles killen würde. Und bei Threats machen die das halt so. Ja, dann, 10 Jahre in der Zukunft können die alle nicht mehr reden und hacken da auf dem Feld rum, so zwischen kargen Sträuchern und gehen alle ein. Ja. Im Winter, im ewigen Winter. Ja. Großer Spaß, Atomkrieg, Leute. Mhm. Aber dann hätten wir noch 2 Filme vergessen, oder beziehungsweise 2 sind noch, 3 sind noch übrig. Ich hatte noch, weil es einer meiner ersten Katastrophenfilme ist überhaupt, die ich jemals wahrgenommen habe, der Koloss von Rhodos. Katastrophenfilm? Oh. Ach so, wegen des Erdbeben, Seebeben, ja, wow. Stürzt alles zusammen. Am Ende ist halt wirklich nur noch Chaos so. Ne? Erste offizielle Regiearbeit von Sergio Leone. Ich wusste schon, warum der Film mir damals gefallen hat. Oh wow, ja. Das wusste ich nicht. Ja. Erste, also es gilt als erster offizieller Langfilm. 55 oder so? Boah, keine Ahnung. Also warte mal, ja, irgendwas in den Dreh rum, sag ich dir gleich. Und wir hatten noch einen Virus-Doppelpack gehabt. Oh, die ja. Virusfilme dürfen wir eigentlich nicht vergessen. Ja, wir hätten noch The Andromeda Strain, den fand ich halt damals als Kind wirklich verstörend so. Das war für mich auch der realistischste Virusfilm, den ich so lange Zeit kannte. Und Gregor hat halt dann noch Outbreak genommen. Mhm. Ich hasse dich. Ich liebe den ja auch. Ich liebe den. Das ist das, was ich vorhin eingangs eben meinte. Also, ich meine, auch in Outbreak, da war ja auch schon die Diskussion um, ich glaube, Ebola war es damals. Das war ganz kurz nach Ebola, ja. Na, und da ging es ja auch in dem Film um irgendwie, glaube ich, eine Abart vom Ebola-Virus. War ein Ebola-Stand. Und das war eben dieses Nahbare, was du hattest. Ne? Man war gerade so sensibilisiert wegen der ganzen Nachrichten, die da gewesen sind. Das ist auch direkt in mein hier spätes Teenager-Zeitalter dann da reingefallen. Und dann, den habe ich mir aus der Videothek ausgeliehen. Und auch wirklich, ich muss vom Fernseher geschwitzt haben damals. Ne? Er hat auch eine unglaubliche Geschwindigkeit. Der ist super. Super schnell. Tempo und Dramatik, und wirklich. Und der macht auch das richtig mit einem guten Anfang, guten Einfang. Ne? Sind wir in Afrika und da sind ein paar Leute. Aber er. Und dann heißt es, wir werden gerettet, da kommt die Rettungsladung aus dem Flugzeug. Und alle gucken hoch und yeah, yeah. Und dann der Arzt so, Moment mal, warum ist das denn so rund? Und dann siehst du nur die Totale und dann diese thermonukleare Bombe. Alle ausgelöscht. Was ganz gut ist, weil das machen sie ja am Ende, versuchen sie ja auch. Dann. Ja, und dann halt aber auch mit echt den passenden Darstellern. Schon wieder Morgan Freeman mit dabei. Top Team, Top Crew. Ja, Dustin Hoffman macht das so. Kevin gut. Spacey, erste große Rolle. Russo. Cuba Gooding Jr., also sind schon wieder alle dabei. Echt gute Leute am Start. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das war die erste große Rolle von Kevin Spacey. Ja. Vor 7 noch? War er nicht vorher? Lange vor 7. War das nicht vorher? 7? Nee. Würde ich jetzt sagen. 7 ist. Ich hätte 97? Gesagt, 7 war. 96. 96, okay. Ja, ich hatte noch als 94. Also Outbreak müsste 95 sein. Nee, ich glaube 93 oder 95. Outbreak ist 95. Ja. Oh, okay. Aber dann habe ich 7 falsch abgespeichert. Nee, ich habe es neulich irgendwann gelesen, mir ist er da auch das erste Mal bewusst geworden, dass es den gibt und dass der ganz gut ist. Naja, du willst Schluss machen, ne? Wir sollten noch mal eine andere Sendung. Wir haben eh deinen Senderahmen gesprengt ohne Ende. Wir werden noch mal bei Gelegenheit. Wir haben nur gekratzt daran. Ja, wir werden vielleicht noch mal über den einen oder anderen Katastrophenfilm sprechen. Vielleicht auch mit eurer Hilfe. Sagt uns doch gerne mal, welche Katastrophenfilme haben wir vergessen? Was sind so eure Highlights? Was sind die Filme, die euch gepackt haben in dem Bereich? Oder was würdet ihr noch als Katastrophenfilm bezeichnen, den wir jetzt noch gar nicht so, sag ich mal, als Katastrophenfilm sehen würden? Caprona, das vergessene Land. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Gut, in diesem Sinne, danke Gregor. Danke Andi. Wir schauen jetzt noch ein paar Trailer. Das seht ihr dann am Sonntag. Und ansonsten, ja, geht hoffentlich trotzdem ins Kino. Schaut euch ein paar schöne Filme an. Vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Bock, euch den einen oder anderen Katastrophenfilm noch reinzuziehen. Ja, ich finde das immer toll. Und denkt dran, wir halten alle zusammen. Es geht ums Überleben. Ja, das ist das Schöne. Immer zusammenarbeiten. Genau. Wie bei Star Trek. Wo sind meine Diamanten? In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.